So Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück zu Cake TV Uncut. Wir reagieren heute auf Miguel Pablo tatsächlich. Und zwar hat der ein Video hochgeladen, ABK über Unge, 50.000 Euro Rechtskosten, Sami Beef, Manuelsen Hate. Und ja, cool auf jeden Fall, dass wir den Video gedreht haben. Es freut mich, dass Miguel Pablo wieder am Start ist. Bro, falls du das hier siehst, ich bin auch gerne bereit, mit dir so ein Video zu drehen. Hätte ich auf jeden Fall Bock. Falls du da Lust drauf hast, dann melde dich gerne. Und ich habe noch nicht reingeguckt, aber die Themen scheinen interessant zu sein. Lass auf jeden Fall ein bisschen Liebe bei Miguel Pablo da. Anscheinend geht es ihm jetzt langsam wieder besser. Das freut mich auf jeden Fall. Hat ja auch einen Kaffee und Kuchen mit mir gedreht, ne? Ja, glaube ich, oder? Haben wir einen Kaffee und Kuchen gedreht? Ich war auf jeden Fall mal da. Oder wir haben nur so eine Parodie gedreht. Was naja, wir geht? Gucken einfach ich mal bin rein. Miguel Pablo und willkommen zu diesem Podcast mit ABK. Digga, auf Main Character Vibes, Bro. Mit Miguel höchstpersönlich. Lange ist es her, jetzt ist es wieder da. Ich und Miguel am Start. Ey, wow. Küss dein Herz, küss dein Auge, wohl der beste Mann. Ja, Mann. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, der ABK und ich haben damals sehr, sehr viele Videos zusammen gedreht. Wir hatten eine Beziehung, Bruder, wir waren zusammen. Wir waren zusammen, Digga. Ich hab mit dir meinen ersten Kuss, Alter. Ja, Tonqualität leider und, nicht so super, ne? Aber das ja, passt schon. Dann dachten wir uns, also ich dachte mir vor allem, es gibt keinen korrekteren Drehpartner. Ich küsse dein Herz. Als ABK, safe. Und er ist auch für mich so mit der Reels in der Szene. Ich küsse dein Herz, danke. Auf jeden Fall. Dankeschön, Dankeschön. Und dieses Format heißt ja Pack aus. Und deswegen werden wir auf jeden Fall auspacken über viele Dinge. Ja, erste Folge mit Mikro Hose, sehr stark. Hast du geguckt? Sehr, natürlich, Bruder. Bruder. Natürlich gesehen. Ich küss dein auch, dass Herz. Du mich da so erwähnt hast und so, Junge. Ich habe direkt auf einen gejaxt, Alter. Mich gefreut. Ich wüsste dir. Krass, krass, sehr geil, stark. Geil, stark. Okay, fangen wir an mit dem ersten, etwas ernsteren Thema. Mhm. Und zwar Finanzen. So, viele wissen ja bei YouTube, du hast ja oft drüber geredet und so, dass du Schulden hast. Genau. Und ich wollte dich fragen, also das hat mich meine Schwester... Kannst du mir Geld leihen? ...gefragt zum Beispiel, die meinte, boah, wie kann man denn so viele Klicks haben, so geheilt sein und trotzdem halt so... Junge, hat ABK schon immer so viele Armhaare gehabt? Boah, Digga, ich will nicht seine Brust sehen, Alter. Dings. Ja, ganz einfach, Bruder. Also bei mir lag es teilweise daran, damals war ich ja auch voll aufs Gelb, ne? Jetzt mittlerweile ja nicht mehr so krass, aber damals war ich halt gelb. Mhm. Dementsprechend ist auch meine CPM gut gefickt. Okay. Was allgemein so das Problem ist mit Internet bei mir ist, dass halt das, was ich dafür ausgebe, nicht wieder eingespielt wird. Sprich, wenn ich jetzt irgendwelche Videos drehe im Ausland, auf die ich halt Bock habe, ich drehe auch das, worauf ich Bock habe, bin ich auch selber schuld, ne? Mhm. Dann spielst du das Geld nicht wieder ein. Wenn du nach Japan fliegst, so auf eine Katzeninsel zum Beispiel, zahlst du 6.000 Euro, weil du voll Bock drauf hast, das zu machen, ein geiles Video machst, schneidest wochenlang und am Ende kriegst du für das Video nur, weiß ich nicht, 300 Euro, 400 Euro, hast halt das Geld nicht wieder eingespielt. Ja. Das war so eine Sache, die mich auch gefickt hat. Dann halt die Gerichtskosten. Ja, das mit den gelben Videos, also ich habe ja auch mal ein Video darüber gemacht, also so 2019, oder ich weiß, wann wurde das eingeführt? 2016, 2017 oder so, ne? Und also bis vor ein paar Monaten hat es auf jeden Fall gut reingehauen. Also das Ding ist jetzt, momentan muss ich sogar sagen, das meiste wird sogar direkt, also bei KuchenTV ist fast alles grün tatsächlich. Generell haben die das auch sehr gelockert. Also da muss man tatsächlich YouTube einfach mal dicke Props geben, ausnahmsweise. Also am Anfang ist ja wirklich, es wurde gefühlt alles gelb geschaltet, ne? Also auch bei mir, ich habe locker 20 bis 30.000 Euro verloren, weil YouTube Videos gelb geschaltet hat, die im Nachhinein grün gewesen sind, ich die aber hochladen wollte. Und ja, das regt natürlich richtig auf, so ist keine Frage, ne? Generell haben die es aber sehr gelockert, ne? Man darf jetzt auch Beleidigungen und so weiter teilweise drin lassen. Das Ding ist, was zum Beispiel super nervig ist, die eine Reaction auf Shoyoka ist gelb, weil sie einmal das F-Wort gesagt hat. Und YouTube sagt halt, ja, unangemessene Sprache. Bro, die Reaction geht 2 Stunden und bei einer Stunde sagt sie einmal dieses Wort. Als wenn irgendein Werbepartner sagt, ja, nee, also bei einer Stunde hat die als Zitat, dass das wer anders gesagt hat, dieses Wort gesagt, nö, das ist gelb. Also manchmal schon sehr pingelig, aber insgesamt läuft es heutzutage viel, viel besser. Waren insgesamt so fast 50.000, die ich gezahlt habe an Gerichtskosten. Ja, das waren so 2 Sachen, die mich halt geknallt haben. Das heißt, das, was du eingespielt hast, war nicht das, was du für diese ganzen, für den Content ausgegeben hast. Es sei denn, du hast mal ein Placement und sonst was. Mhm. Ja, aber dann geht es dann für die Steuern und für die Krankenkasse drauf, ne? Okay. Unter anderem. Unverhältnismäßige Ausgaben, so in dem Sinne. Wegen den Gerichtskosten. Mhm. Wie kam es dazu, dass du so viel, also 50.000 Euro Gerichtskosten ist extrem viel. Genau, und genau. Lag das so daran, dass du halt so halt einen Blick auf alle Meinungen gegeben hast und einfach so
ja. freie Schnauze. Ja, das war, guck mal, ich sag dir ehrlich, das mit den Gerichtskosten waren jetzt auch keine Sachen, das war jetzt nichts Schlimmes, was ich da gemacht habe. Ne? Waren halt nur, du hast das gesagt, der hat das gesagt, so ja. Kindergartenschlammschacht. Das Problem war halt an der ganzen Sache, diese Leute, die mich da auch vor Gericht gezogen haben, haben das erst gemacht, wo die gemerkt haben, oh, YouTube-technisch, Beef-technisch, funktioniert das nicht. Ich musste mit irgendeiner Sache mundtot machen und das ist halt Geld, weil das ja. hat er nicht. Ja. So, das war halt auf dieser Ebene. Mhm. Und klar, ich krieg da irgendeine Abmahnung, sehe das dann nicht ein, weil ich mir denke, ey Bro, ich bin real, also bleib ich auch meiner Meinung treu und ja. unterschreib diese Unterlassungsklage nicht. Ich gehe da auch vor Gericht. Mhm. Hab ich mir auch einen Anwalt genommen. Irgendwann habe ich halt gemerkt, ja, scheiße, diese Leute, die die Anwälte schicken, die verdienen halt das Fünffache von mir. Mhm. Ist ja klar, dass ich irgendwann nicht mehr mitspielen kann, ne? Ja. ja und dann ja. war ich halt gekickt, Bruder. Das weiß man schon vorher, bevor man das Geld ausgibt. Ja, schwierig, ne? Also mit den gelben Videos, also ich glaube, dass, also ABK hat schon viele gelbe Videos, ne? Der hat das ja auch mal gezeigt. Also das sage ich auch immer noch, er hat trotzdem auch viele Videos, die die grün gewesen sind, aber er dreht halt nicht so viel und ja, man kann natürlich drauf achten, aber ABK und ja, das finde ich, auf der einen Seite finde ich es cool, auf der anderen Seite finde ich es halt schade, ne, er ist ja auch real in dem Sinne, ne, er redet ja in den Videos wahrscheinlich genauso, wie er auch privat redet. Ist natürlich doof, weil gerade wenn ich jetzt viel Geld in ein Video investiere, würde ich halt aufpassen, dass die auf jeden Fall grün sind, damit ich eben das Geld wieder reinkriege, ne? Aber klar, es kommt auch auf die CPM an. Also selbst wenn die grün sind, für 300.000 Klicks kannst du halt 5.000 Euro bekommen, du kannst aber auch nur 1.000 bekommen, ne? Und ich sag mal, ein Flug nach Japan mit Unterkunft, Essen und alles, was dazu bekommt, ja, ist dann halt, ist schwierig, das dann halt wieder reinzubekommen, ne? Das heißt, ja. da hat die Gerechtigkeit hat im Gericht quasi aufgehört, so meiner ja. Meinung nach. Das also, ist das Krasse. Ja, ich kann ja bei mir sagen. Redet er da von dir? Ja, safe. Also ich bin ja auch rechtlich gegen ABK vorgegangen. Also es tut mir im Nachhinein auch leid. War auf jeden Fall halt unnötig. Ne? Das war ja dann auch zu Skandalzeiten und so. Ne? Da dachte ich auch so, ja, nee, komm, Digga, ich nehme dir jetzt so hops, ist mir egal. Wir haben uns da aber irgendwann ausgesprochen und wir haben das tatsächlich auch aus der Welt geschafft. Also ich habe gesagt, so Bro, ich ziehe alles zurück, wir lassen das einfach liegen, scheiß drauf. Ich muss das jetzt nicht bis zum Ende durchziehen und ja, dann war das auf jeden Fall geklärt. Aber sage ich im Nachhinein auch, war von mir auf jeden Fall unnötig, das zu machen überhaupt. Sagen so, ich hätte Mirko ja auch 40.000 bis 50.000 Euro zahlen müssen. Ja, krass, krass. Wegen, weil ich ihn so beleidigt habe und ja. all die Videos ja, und so. Du kennst das ja, das ist ja und voll krass. Irgendwie. Ja, ich kenne das so. Da, ja. Also wir haben in derselben Lage gesteckt. Ja, so. Ja. Siehst du? Das, ja, das, und deswegen kann ich das nur bestätigen, dass es auf jeden Fall kein Trash ist. Genau, oder? Vor allem auch, dass die Leute das auch wissen. Was halt krass ist, ist, dass dieses Internet-Ding, wenn du dich da beefst oder beleidigst oder sonst was, dass das viel, viel teurer ist, als wenn du privat zu jemandem sagst, ey, du bist ein oder so, weißt ja, du? Ja, klar. Das vergessen halt voll ja. die Leute. Das und dann geht's noch um die Zuschauerzahlen, ja. die ein ABK hat. Genau. Dann sagt die so, ja, eine halbe Million Menschen haben jetzt gesehen, wie du ihn Punkt genannt genau. hast. Das heißt quasi, du hast ihn eine halbe Million Mal fast so genannt. Ja, so genau. ungefähr kann man sich das vorstellen. So. Ja, so in das dem ist Verhältnis. Krass. Genau, deswegen genau. kommt da so viel Geld zusammen. Ja, ja. Das ist also keine Fake-Summe ja. oder so, das stimmt einfach. Ja. Das hat mich auf jeden Fall auch oder? Das ist krass, ja. Ja, ja, 100%. Und ich habe jetzt vorhin gehört, so das wusste ich jetzt erstmal nicht, ne? Aber ich glaube, ich habe es in deiner Insta-Story schon angeteasert gesehen, dass du insolvent bist. Ja, also es ist, sag ich mal, zu 70% steht das fest. Aha. Aber ich bin halt immer so ein Mensch, wenn ich so weiß, ach, da ist die Kacke am Dampfen, dann nehme ich so eher, dann rechne ich mit dem Schlechteren, damit ich mich umso mehr freue, wenn das Gute eintrifft. Weißt du, was ich okay. meine? Ja, so ja. dieses bisschen Selbstschutz, ich motiviere mich, ich sag so, oh, ist eine 5, aber wenn da hast du eine 1. Ich wollte gerade auch Schule bei Schule. Ja, ja, so, ja. das kennst du so. So mäßig, so, ah, voll verkackt. So. Ja. Normale Menschen in sowas auch Urlaub, da bekomme ich das Geld auch nicht wieder. Ja, Bro, normale Menschen fahren da aber auch nicht hin, um Content zu drehen und den halben oder dreiviertel des Urlaubs dafür zu nutzen, die ganze Zeit die Kamera bei sich zu haben, um Sachen zu filmen. Der, ich verstehe diesen unnötigen Hate dann immer gegen Influencer nicht so. Wenn er jetzt dahin fährt und er dreht einen Tag ein Video und ist da eine Woche, ja, okay, das ist was anderes. Aber er dreht ja, also hat ja da sau viel immer gedreht, wenn er weggefahren ist. Das ist ja dann auch nicht richtig Urlaub, wenn du die ganze Zeit arbeitest. Man genau, wenn hast du drei, denkst du, boah, krass, ich bin heftig. Dann freust du dich mehr. Deswegen gehe ich so vom Schlechteren aus. Aber das Problem ist halt, dass generell auch, was mir Sorgen macht, so oberflächliche Sorgen, sage ich mal, ist dieses System in Deutschland. Du zahlst quasi Steuern für etwas, was du noch gar nicht verdient hast. Mhm. Kennst das ja, diese Schätzungen und so. Ja, du die Schätzungen, ja. Letztes Jahr das verdient, dann gehen die davon aus, dass du dieses Jahr das verdienen wirst. Am Ende musst du schon dafür Steuern zahlen, im Voraus und so. Im Voraus, genau. Genau, und das knallt halt ein. Und bei mir gerade aufgrund auch so der Umstände und so, kann ich gar nicht so viele Videos machen, wie ich eigentlich machen muss, damit ich das decken kann. Weißt okay, du? Krass. Das heißt, so, du kannst ja, da kann ich ihm aber den Tipp geben, also ich hatte das auch, dass ich das eine Jahr viel mehr verdient habe, ne, also 2021, böse, sage ich euch, böse.
Ja, aber natürlich, du wirst ja dann also fürs nächste Jahr geschätzt. Die denken ja, dass es so weitergeht. Du kannst aber dem Finanzamt einfach sagen und teilweise ja vielleicht sogar auch schon belegen durch Rechnungen und so weiter, dass du eben nicht so viel verdienst, weil es ist ja geschätzt von denen. Und da kann man auf jeden Fall das regeln, dass man da nicht so viel zahlen muss. Du kannst vielleicht so von Hand in Mund leben. Mhm. Aber du kannst jetzt nicht großartig so Geld zurücklegen und dir eine heftige Immobilie kaufen und rich ass sein. Das geht ja nicht. Das ist eher so, du lebst einfach damit, ja, weißt du? Ja. Krass, okay. Ja, weil bei mir zum Beispiel, ich habe die letzten Jahre nicht viel verdient, sage ich so offen heraus. Mhm. So, ich bin broke. Okay, krass. Also viele denken, Miguel Pablo hat Geld, dies, das, ja, und so. Ich zeig auch Lifestyle so. Ja. Aber das ist alles mehr Schein als Sein. Okay, so, okay. Weißt du? Also du bist auch komplett pleite, ne? Ja, auf meinem Konto sind Euro. Krass, ja, krass. Und kann wir Lippen lesen? Euro. Krass. Ja, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. 500? Ich bin reicher als. Soll ich was ausgeben? Gib mir mal was aus. This is Pablo Live. Ja, das ist Pablo Live. Ja, nee, wir machen das einfach so, dieses Video spielt das Geld ein. Ja, hoffentlich. Voila, hoffentlich. Schade, ja, es ist halt, ich weiß nicht, so Miguel Pablo, also früher habe ich den ja auch sehr krass gehatet. Er hat auch sehr viele weirde Sachen gemacht, ne? Also ich finde der Beef mit Herrasch war immer noch so, immer noch so lustig, diesen Diss-Track, den er damals gemacht hat und so. Der war ja auch wirklich einer der gehyptesten YouTuber damals, ne? Und ich finde das so krass, wie da manche Leute dann wirklich komplett abstürzen einfach mit der Zeit, ne? Also mein beliebtestes Video ist ja immer noch Bye-Bye Miguel Pablo. 4,6 Millionen Aufrufe vor 7 Jahren. Boah, ich weiß noch, wie ich das geschnitten habe. Da habe ich extra nicht zum Training gefahren, um das fertig zu machen. Ey, das waren schon noch Zeiten. Ja, aber jetzt im Nachhinein, ne? Ich meine, der hat ja auch dann seine Probleme gehabt und so tut er mir auf jeden Fall leid, ne? Also ich finde, er hat auf jeden Fall auch genug Buße getan für die ganzen Sachen, die er gemacht hat. Ne, ist aber schon krass. Der hatte damals ja auch heftige Deals mit Kleiderfirmen und so weiter. Jedes Video hatte, glaube ich, also hunderttausende Aufrufe auf jeden Fall, Millionen weiß ich gerade nicht. Ja, ist halt schade, ne, wenn man dann vielleicht auch durch dann private oder psychische Probleme dann da wirklich, ja, dann so kaputt geht dran, ne. Du sagst sogar nicht alle, oder? Das ist das. Also du bist auch Broke-Ass, ne? Ja, ich bin Broke-Ass. Ja. Aber guck mal, am Ende des Tages, ne, also auch bei dir, das habe ich auch vorhin zu Simex gesagt, du bist auf die Schnauze gefallen, große Fresse gehabt und so. Mhm. Ne? Aber ich bin Gott sei Dank nicht insolvent. Ja, das ist das, du bist nicht insolvent. Immerhin, du hast deine Steuern alle gezahlt, ne. Ja, ja. Das muss man dem auch lassen. Ja. Aber jetzt auch am Ende des Tages, man ist abgestürzt, es läuft nicht mehr. Aber Miguel, eine Sache muss ich halt immer noch lassen, er hat immerhin sein Abi gemacht, ne? Im psychotischen Zustand hat er sein Abitur gemacht. Oder Leute schaffen nicht mal im normalen Zustand ein Abi. Du hast einfach im psychotischen Zustand dein Abitur noch gemacht. Mhm. Stark, finde ich richtig krass. Also dafür Respekt, deswegen am Ende des Tages, was du machen willst, kannst du noch machen, ne? Ja, ich hatte damals 2 Gesichtstattoos. Hast du entfernen lassen, habe ich sehr gefeiert. Ach, stimmt. Ja, sehr gut. Voila, ja. Mashallah. Ich hatte, boah, aber krass, ne? Die sind auch komplett weg. Die beiden Gesichtstattoos bei meiner Abi-Prüfung. Ach, krass, stimmt. Ja. Yo. Das war zu der Zeit und da war ich noch voll am Arsch, psychisch. Okay, krass. Und meine Lehrer haben mir, also, die haben es mir nicht so schwer gemacht. Also klar, ich habe übel gelernt. Ja, weiß ich sogar noch. Mega ja. Krass gelernt. Ja, ja. Mich 6 Wochen vorbereitet. Krass. Jeden Tag, 8 Stunden. 20 krass. Seiten Englisch, 20 Seiten Spanisch auswendig gelernt. Ich konnte jede Seite auswendig. Krass. Aber ich habe so das Gefühl, ich brauchte eine 2- und eine 3+. Und ich habe am Ende genau 2- und 3+ bekommen. Geil. Und natürlich war das so, weil ich auch hart dafür gearbeitet habe. Aber ich glaube, die haben die Lehrer so ein Auge zugedrückt, weil die dachten, guck mal, wie kaputt der Junge ist. Hat 2 Gesichtstattoos, ist psychisch am Arsch. Ja, Bruder, aber am Ende des Tages, ich denke halt eher, klar, das spielt auch in die Karten, dass die sich so pädagogisch denken, so ey, ne, auch in diesem Zustand das bewerten. Aber es ist ja auch fair, Bruder. Ja. Ich kann dich ja nicht dann jetzt einfach so ganz normal bewerten, wie jemand, weißt du, was ich meine, wenn ich weiß, dass du dann eine andere Geschichte mitbringst. Also, das auch attestieren kannst. Nicht wie andere Influencer, die sagen, ich bin dicht, ich hab PTSD, ich hab dies und das, können gar nichts nachweisen. Du kannst ja wenigstens nachweisen, ey, das und das hatte ich. Also ich finde es auch von den Lehrern dann korrekt. Ich meine, wir waren natürlich jetzt nicht dabei, aber ich als Lehrer würde halt auch sagen, so, man kriegt ja die Geschichte wahrscheinlich mit. Der wird ja auch bekannt auf seiner Schule gewesen sein, 100%ig. Na, also man wird das halt mitbekommen haben. Und da finde ich es halt auch fair, weil ich sag mal, ob man jetzt das Abi besteht oder nicht, das kann ja wirklich über dein ganzes restliches Leben entscheiden.
Und ich meine, er hat sich ja vorbereitet. Es ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie nichts gemacht hat und dann komplett verballert da hingegangen ist, sondern er hat ja gesagt, er hat ja auch gelernt, also konnte er ja auch was. Ne? Und da hätte ich auch gesagt, so, ey, so, der hat sich angestrengt, der hat halt die Situation gerade, da kann man auch fair sein. Ne? Und da finde ich, hat ABK auch recht, ne? Weil du kannst ihn ja dann eigentlich auch nicht so bewerten wie jemand, der jetzt wirklich klar im Kopf ist, wenn du diese Probleme hast. Und ja, auf jeden Fall cool, wenn die Lehrer das gemacht haben. Wie gesagt, 16, 19 Seiten Arztbrief. Ja, siehst du? Und da steht alles drin, bipolare Störung, manisch-depressiv, ja. Schizoaffektiv, schizophren, krass. Alles diagnostiziert. Krass. Vor allem bei dir, was auch heftig war, also du hast auch die Schule so geschafft, darf man nicht vergessen, du warst ja immer ein Einserschüler, ne? Mhm. Du hattest immer Einserschnitte. Ja, bis so, also in der 11. Klasse hatte ich mein Halb. Ja, ja. Und bis zur 10. Klasse hatte ich fast immer Einserdurchschnitt. Ja, siehst du, und das wissen die Lehrer auch, dass du eigentlich, ja, dass ich eigentlich ein krasser Schüler bist. Ja, das ist, genau. Dann auch zu Recht, du hast halt 5 Jahre lang dann bewiesen, dass du eigentlich krass bist. Mhm. So, deswegen ist das auch gerechtfertigt, dass die dann eine zweite Chance geben. Sonst hätten die, glaube ich, nicht mal eine zweite Chance gegeben, wenn du von Anfang an schon Problemschüler gewesen wärst. Ja. Wussten ja eigentlich, der ist voll schlau, der ist voll krass. Mhm. Deswegen ist das auch fair, finde ich. Dann, so, weißt du? Ja, das darf man nicht vergessen, Bruder. Und jetzt hast du es gerade schon angeschnitten. Mhm. Und zwar Depressionen so mäßig. Mhm. Es gibt ja viele Leute in Social Media auch. Ich weiß nicht, wie diese Reef, ist mir auch sehr unsympathisch. Betrieben. Also alles, was sie macht, so, ne, ist so, die hat auch mal auf mich reagiert und echt? Voll abwertend, ja. Um auf Reef zu kommen, also die wirkt auf mich so unsympathisch. Ja. Auch das, was sie über dich gesagt hat. Ach, total lächerlich. Richtig, also das ist wirklich so. Stimmt, Digga, dieser Ding hier von Miguel Pablo sieht so voll komisch aus, auch so voll, also sehr krass, so was heißt. Und, ne? Jetzt wegen, wir reden ja gerade offen über Mental Health, so, klar kann man das niemandem abschreiben, aber sobald das nicht offiziell diagnostiziert ist, so. Eben, das Ding ist, guck mal, es muss nicht mal offiziell diagnostiziert werden, da sage ich sogar ehrlich, manche Leute, die wollen sich das gar nicht diagnostizieren lassen, damit die dem Ganzen nicht ins Auge blicken, ne? Mhm. Aber ich finde halt, wenn jemand so Mental Health Probleme hat, das merkt man auch am Verhalten der Person, weißt du, was ich meine? Ja. So, bei manchen Leuten kaufe ich das teilweise nicht ab, weil ich denke, es ist mittlerweile ein Trend geworden, generell über dieses Mental Health, Mental Mindset zu sprechen, was ja an sich gut ist, dass man darüber redet, aber es verschwimmt auch mit einem, Menschen sind auch sensationsgeil, weißt du, ja, es gibt dann auch oft Leute, die dann extra die Story krasser machen, wenn der über Mental Health redet und das erwähnt, da muss ich einen draufsetzen und das erwähnen, weißt du, das wird dann halt immer so mehr geschmückt, wie es auch in Social Media ist, der eine zeigt eine Rolex, der andere trägt Rolex am Fuß. Der eine zeigt einen krassen Oversize-Hoodie, der andere trägt Oversize-Mütze. Ja, also ich glaube auch, dass bei ihr alles diagnostiziert ist. Also Reef da als Beispiel zu nehmen, fühle ich jetzt auch nicht so krass. Ich würde Ihnen aber insofern zustimmen, dass das so ein bisschen, also es gibt schon viele Leute, glaube ich, die das immer sehr schnell auch von sich behaupten, dass sie sowas haben, aus welchen Gründen auch immer. Ich finde Reef ist aber auch das falsche Beispiel, weil wenn man bei ihr einfach mal guckt, ich habe jetzt hier einfach mal die ihre Twitch-Statistiken offen. Also die streamt ja wirklich so gut wie gar nicht, ne? Die macht 1-2 Streams im Monat. Ne? Die ist ja tatsächlich seit August 23, hat sie auch gesagt, dass sie weg ist und kam im Februar 24 dann wieder. Ich glaube, das war auch nur ihr Event da, glaube ich, ne, was sie da gemacht hat. Und seitdem ist sie ja auch immer noch nicht wieder da. Also es würde ja keinen Sinn machen zu sagen, ey, ich habe hier die und die Diagnose und dann erstmal ein Jahr nicht zu streamen, wenn man es nicht hat. Also das würde ja gar keinen Sinn machen. Deswegen, ich finde, Reef ist da irgendwie so ein bisschen das falsche Beispiel, finde ich. Ich meine, ABK mag Reef offensichtlich nicht, weil Reef den irgendwie da mal beleidigt hat oder es so rüberkam. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das gewesen ist. Ich habe es mal in irgendeinem Video aufgearbeitet. Aber ja, also sie ist da, finde ich, jetzt nicht das richtige Beispiel dafür. Auf jeden Fall. Weißt du, irgendwie so, dass man das immer weiter toppt. Und das ist halt für mich so ein Phänomen im Internet, was ich beobachte. Leute versuchen sich dann immer so zu überbieten. Mhm. Und auch gerade dann bei solchen Themen. So kommt das auf mich rüber. Mhm. Weil wenn du wirklich depri bist, wirklich psychisch am Arsch bist und sonst was, Bruder, dann das Erste, was du machst, du bist erstmal mit dir selbst beschäftigt, machst dich die Kamera an. Das ist das. Ja. Du weißt selber, Bruder, wo du damals deinen psychischen Knacks hattest, du hast zwar die Kamera angemacht und so, aber man hat es ja auch angesehen, Bruder, dass du am Arsch bist. Und wenn man einen Mäus angucken, wir sehen auch, dass er am Arsch ist, Bruder. Ja. Weißt du? Ja, über Mäus wollte ich auch nochmal sagen, ich glaube, Mäus ist psychisch krank so. Erkennst du dich in dem wieder ein bisschen? Ich erkenne mich in Mäus übel wieder. Krass. Also das, was er macht und sagt und so. Da denke ich so, boah, ich habe eh nicht gedacht. Scheiße. Aber das Ding ist, ich feiere Mois so. Ich wünsche ihm überhaupt nichts Schlechtes. Ja, aber ich wünsche mir, dass ihm geholfen wird. Ja. So, weißt du? Ohne ihn jetzt zu fronten, ich würde nicht sagen, er hat so eine Psychose. Mhm. Also
Für mich wirkt es, als hätte er eine Psychose. Ja. Wer? Ich wünsche. Ich wurde gerade angesetzt als Schiedsrichter für ein C-Juniorenspiel. Eigentlich nicht so Bock. Mir, dass ihm geholfen wird. Mois, ach so. Weißt ja. du, ohne ihn jetzt zu fronten, ich würde nicht sagen, er hat so eine Psychose. Mhm. Also, für mich wirkt es, als hätte er eine Psychose. Ja. Aber am Ende des Tages weiß er es ja am besten. Und ja, ich wurde zum Beispiel zwangseingewiesen, jedes Mal. Genau, das wollte ich auch fragen. Also, am Anfang normal, naja, mein erstes Spiel ist Herren. Du wurdest zwangseingewiesen, das heißt, wenn man eine Psychose hat, ne, oder so einen Knacks hat, ja. meistens will man sich gar nicht so helfen lassen, ne? Also man will sich das gar nicht eingestehen, ne? Genau. Das heißt, bei Mois wahrscheinlich dann, wenn das jetzt der Fall sein sollte, könnt ihr vorstellen, dass das dann auch eher so ist, ne? Dass bis halt jemand ihn zwangseinweist oder genau, irgendwie. Genau, bis er öffentlich zu auffällig wird. Okay. Wer hat dich damals zwangseingewiesen? War das in der Schule, die Lehrer oder so? Ja, also zu Mois, ich habe dazu ja auf jeden Fall schon mal was gesagt gehabt. Also ich persönlich sehe es auch so, wir haben gestern ja auch auf das Video reagiert. Ich habe jetzt auch noch weitere Clips bekommen, also heute um 18 Uhr kommt mein Video. Ich muss mir das hier drunter machen, Digga, ich schwitze schon wieder so krass durch dieses Antamoxetin, ne, mein ADS-Medikament. Das Ding ist halt jetzt auch, also er ist bei TikTok gesperrt, weil er irgendwie auch so Sachen gesagt hat, wie dass er Monte lebendig auffressen will und er will Leute umbringen und so weiter. Also der ist momentan komplett durch. Hat da Monte dafür die Schuld gegeben, dass er gesperrt wurde. Ja, dann dieses Statement zu seiner Ex, alles, was der generell gerade so hochlädt, die ganzen Stories, also der ist wirklich komplett durch einfach momentan und ich verstehe auch nicht, wie der noch nicht zwangseingewiesen sein kann, wirklich. Also, was bei meiner Berlin-Stirb-Psychose war, da habe ich mich auf meinen Fensterrahmen gesetzt, im zweiten Stock, und habe rumgeschrien, ich bin der Sohn Gottes, keiner kann mir was. Und ein paar Minuten später standen 3 Polizeiwagen vor der Tür. Krass. Die haben mich dann mit Handschellen abgeführt. Aber zu Recht sagst du auch, ne? Ja, zu Recht, aber die haben halt gesagt, ich bin selbstmordgefährdet. Die dachten, ich würde da runterspringen. Krass. Ich wollte nicht runterspringen, das war nicht meine Intention. Ja, ja. Aber die hatten schon recht, ich war eine Gefährdung für andere und für mich. Aber das Schlimmste ist, bei sowas denke ich mir auch dann, du bist im Moment eh schon gefährdet so. Mhm. Und wenn dann die Polizei kommt, dich noch mit Handschellen mitnimmt, das traumatisiert dich noch mehr, ne? Das ist dann nochmal so ein extra Belastung, so ein extra Schock. Ja. Da denke ich mir auch dann so, klar, was soll die Polizei jetzt sonst machen in dem Moment? Weil die handeln ja in erster Linie präventiv. Mhm. Aber ich denke mir dann halt nur sowas, boah, Bruder, weil mich hätte persönlich dann nochmal dieses Polizeiding noch doppelt erschrocken, so, weißt du? Mhm. Ohnehin, du bist schon in diesem verrückten Film und dann noch die Polizei dich mitnimmt, dann denkst du, ja, oder leitest dir irgendwas anderes her, so, ne? Ja, genau. Ich dachte, die werden vom Teufel geschickt. Ja, und logisch, hätte ich mir auch dann gedacht. Ja, die wollen den Auserwählten stoppen, so. Ja, krass. Ja, und ich glaube, genau diesen Punkt, der Auserwählte, den zu stoppen, da ist Mois so gerade drin. Krasser Übergang. Ja, krass. Weil Mois ist auch so mäßig so, keiner kann mich stoppen, ich gegen euch alle. Ja. Ihr alle. Ja, Mois hat auch in einem Livestream gesagt, dass er Deutschland verlassen hat, damit er niemanden umbringt. Ja, genau das, was Intrigate da gerade sagt, ist auch in meinem Video drin. Und ja, das ist halt, also er ist ja offensichtlich einfach eine Gefährdung halt auch für andere, ne, offensichtlich. Also. Ja, ihr habt keine Chance, so, ne. Ja, Mann. So, ja, Mann. Ich bin der Krasseste. So. Das ist dann der Gotteskomplex, ne? Ja, so. Das ist ein Gotteskomplex. Das ist ein Gotteskomplex. Krass. Geh stark aus. Ja. Heftig. Aber du bist auch allgemein durch deine Psychose, also im Nachhinein danach, wo du dann auch dich gebessert hast, gesünder geworden bist, bist du auch religiöser geworden, ne? Das ist geblieben, ne? Ja, ich bin sehr, sehr religiös. Du hast quasi durch die Psychose in deine Religion reingefunden, ne? Oder warst du vorher schon religiös? Ich war vorher schon religiös. Okay. Aber wo ich meinen YouTube-Hype hatte, 2016, 2017, ja. Habe ich die voll auf die Religion geschissen. Gottlos war es einfach. Ja, ne? Ich war gottlos. Hat man gemerkt. Ja. Und dann mit der Psychose 2017 habe ich wieder zu Gott gefunden. So. Okay, danach war das dann ja, so, was dir geholfen hat. Ja, und 2018, wo ich dann einigermaßen gesund war, haben wir uns ja das erste Mal getroffen mit Heratsch. Ach krass. Und wir wollten ja das Video drehen, wo ich so durchdrehe und ja, so. Ja, diese ja. Psychiatrie, das nachts, ne? Ja, genau. Haben wir doch sogar gedreht. Das war tagsüber mit Heratsch. 2018, da haben wir uns das erste Mal gesehen. Ja, das haben wir gar nicht hochgeladen, glaube ich. Das haben wir nicht hochgeladen. Stimmt. Das habe ich gar nicht veröffentlicht.
Dann erst irgendwann später haben wir nochmal was gedreht. Ja, ja, genau, genau. Mhm. Das stimmt, stimmt. Aber ich finde es krass bei dir, dass du auch darüber lachen kannst, dass du so das selber mit Humor nimmst, wenn man so Witze darüber macht. Also, finde ich geil, finde ich wirklich geil. Ja. Ist auch wichtig, weil letztendlich... Aber krass, ne, wie lange das einfach schon her ist. Junge, 2016, 2017, ey, 8 Jahre. Ich glaube, 2016 war ja auch das Jahr, wo ich bei KS-Trick auf die Bühne gelaufen bin. Da weiß ich noch, da hat Miguel Pablo mich auch durch die Blume als Haarsohn beleidigt. Das weiß ich noch. Da war er auch in irgendeiner Umkleidekabine bei den Videodays oder so, wo er das gemacht hat. Das hat er dann in sein Video geschnitten. Ja, eigentlich heftig, ne? Wenn man so überlegt, wie sich die, also erstmal generell, wie lange das her ist, ne, und sich dann so überlegt, boah, wie waren die Zeiten eigentlich damals, ne, und wie sich die Sachen so verändert haben, ist schon heftig. Was soll man machen, außer drüber lachen, so? Würdest du so rückblickend sagen, Bruder, dass du auch so ein bisschen bereut hast, dieses so früh Fame geworden, viel 100%, Geld, 100%. Safe. Wärst du lieber so bei dem Einserschnitt geblieben und einfach Schule gemacht, ne? Oder sagst du dann, nee? Nee, boah, das ist eine gute Frage. Ja, was hättest du dir ärgert? Beides war erfolgreich, Schule war erfolgreich und YouTube war ja erfolgreich, deswegen sage ich also extra. Wärst du beim Einserschnitt geblieben oder sagst du ja lieber diese Hype-Scheiße? Ich wäre lieber beim Einserschnitt geblieben. Ja, es hätte dir nicht so geschadet, würdest du sagen. Und dann, ja, weil ich habe so geradlinig mein Leben geplant. Schule, Abi, Uni. Ja. Und meine Mutter immer, du machst dein Abi und du studierst. Ja, weil die sind alle gebildet in der Familie, deswegen. Ja, meine Mutter ist Chemikerin. Krass. Diplomiert. Wird in Deutschland nicht anerkannt. Ja, aber studiert auf jeden Fall. Ja, safe. Ja. Meine Mutter ist übel schlau. Krass. Und mein Vater ist Elektrikingenieur, hat Physik, Mathe studiert. Krass. Und deine Schwester darf ich auch sagen, ne? Ja, meine Schwester. Ja, studiert Psychologie. Genau. Ja, guck mal, krass. Jeder in der Familie krank gebildet, Bro. Ja. Krank. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist schon heftig. Die juckt dieser Fame-Scheiß gar nicht. Aber sowas kann auch, also finde ich, also ich finde das schon cool, so. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Noah irgendwie Abitur und so weiter macht, ne? Auf der anderen Seite, eigentlich würde ich mir mehr wünschen, dass er Handwerker wird. Also die haben da ja so ein, die haben da ja so wenig Leute. Der kann sich halt instant selbstständig machen. Ich finanziere die Erstgründung mit und der ist Millionär einfach nach einem Jahr. Ich finde, es ist halt irgendwie cool, ne? Wenn man so sehr viele Leute in der Familie hat, die das auch haben. Auf der anderen Seite kann es natürlich dann aber auch dich sehr krass unter Druck setzen, ne? Weil wie gesagt, es gibt doch einfach Leute, die halt nicht für die Schule gemacht sind. Also er ja anscheinend schon, er hat ja mal einen Einserschnitt, ne? Aber jetzt zum Beispiel, ich war halt auch überhaupt kein Schulmensch. Also ich glaube, mich hätte der Druck irgendwann so, ja, echt krass fertig gemacht. Oder ich hätte dann vielleicht auch die Motivation gefunden, mich ein bisschen mehr anzustrengen, eins von beiden. Aber gerade wenn es dann nicht klappt, dann ja, kann ich das auch schon hart zurückwerfen, ne? Ja, du sollst studieren, du sollst Schule machen. Ja, genau. Ja, bei mir auch so, ja. Das ist krass, Bruder. Das ist heftig. Also, aber mein Vater, muss ich schon sagen, der unterstützt mich. Ja, sehr geil, sehr geil. Aber er sagt halt oft auch nachvollziehbarerweise so, ja, willst du nicht doch vielleicht weiter studieren, dein Studium durchziehen, willst du nicht doch vielleicht arbeiten und so normal arbeiten? Und dann bin ich immer so, ist halt schwer gerade wegen meiner Psychose, ich bin ja noch krank. Ja. Deswegen ist das gerade eh nicht denkbar, so ein 9-to-5-Job. Ja, ja. Aber er gibt mir immer wieder Chancen, so wie jetzt die Podcasts, dass er sagt, hey, wenn du jede Woche einen Podcast machst und das gut läuft, dann habe ich damit kein Problem. Ja, sehr gut, sehr gut. Das, dein Vater ist auch wirklich Respekt. Also ich finde es auf jeden Fall wichtiger, dass jeder Mensch soll einfach das machen, woran er Spaß hat. Ne? Also wir sind ja schon in so einer Leistungsgesellschaft. Also meine Mutter wollte auch unbedingt, dass ich Abitur mache. Ach, Digga, hat sogar mit seinem Papa gemacht, krass. Wollte auch Abitur, Studium und so weiter. Ne? Ich meine, ja, für mich war es halt offensichtlich nicht der richtige Weg. Meine Mutter hat sich aber auch gefreut, als ich jetzt hier gemacht habe. Also so ist es auch wieder nicht. Ich finde, auch Noah soll einfach das machen, was ihm Spaß macht. Und wenn er irgendwie Lust hat, einen Job zu machen, wo man jetzt nicht so viel verdient, vielleicht Friseur oder so, dann soll er das halt genauso machen. Ne? Es ist sein Leben, er muss damit klarkommen. Ne? Und für mich ist es absolut in Ordnung. Ich gucke hier gerade mal. Ah, mit C-Max hat er das auch gemacht. Boah, das könnte man sich auch irgendwann mal angucken. Matt Phoenix, Dankeschön für den WhatsApp. Also ich finde es schon spannend hier auf jeden Fall, das Ganze mal so zu hören. Allerdings ist es irgendwie, also es geht eigentlich eher um Mega Pablo als um ABK. Weil gucken. Ja, also wirklich, ja, ich liebe krasser Typ. Der ist so, das Motherfucker. Ja, also ich hätte mir meinen Vater gewünscht, Bruder. Ich bin gar keinen, weißt du. Aber dass du genau, diese, darüber wollte ich ja auch mit dir reden. Gerne, aber ich will dir auch eine Sache noch sagen, bevor wir dann darauf eingehen. Ja. So, ich könnte mir mal dir voll vorstellen, so 9-to-5-Job, ja, denke ich mir auch so schwierig, weil sobald Stress kommt, kann man immer wieder da reinrutschen und so. Aber ich kann mir bei dir voll vorstellen, dass du einfach in so einer Bibliothek sitzt, auch Bücher liest. Ja. Dich einfach so mit Philosophie, mit dem Wesen des Menschen, mit dir selber, mit Psychologie und so befasst. Einfach nicht, weil du jetzt arbeiten willst, sondern dass du einfach nur studierst,
um sich selbst auch so zu studieren. Mhm. Das kann, finde ich, könnte ich vorstellen, dass das voll zu dir passt. Und dann als Ausgleich so Internet, so Videos drehen, Social Media, Blog oder keine Ahnung, Podcast oder so, aber dass du mal da sitzt und Bücher liest, weil das beschäftigt ja auch dann deinen Kopf und ist auch gut für dich. Ja, 100%. Machst du sowas oder gar nicht? Meine Schwester liest sehr viele Bücher. Rick James, so, dankeschön für den Prime. So. Aber du gar nicht, ne? Nee, sie empfiehlt mir hin und wieder welche und will die mir dann geben. Bis jetzt sind wir noch nicht dazu gekommen. Ich würde auch gar nicht diese Bücher lesen, die mit Psycho und so zu tun haben, weil dann hast du schon genug zu tun. Ja, heißt, ich würd, also, das fickt ja noch mehr deinen Kopf. Aber das so, ja, ich sag dir ehrlich, ich bin... Oder das unterstützt die, ne? Gar kein Fan vom Lesen. Gar nicht. Ja, ich habe damals in der Abi-Phase, jeder hat Lektüren immer gelesen. Ja, ich auch voll immer unterstrichen und so. Bruder, bei mir, ich habe eine Zusammenfassung auf YouTube geguckt. Ich habe auch Reaction gemacht. Hab so die wichtigsten Punkte auf Spickzettel geschrieben. Ah, Junge. Und ich hatte immer so übel klein geschrieben und dann solche Spickzettel und mein Etui war so fett. Oder einfach Abi aberkennen gerade, ne? Ja, und dann habe ich tatsächlich ja noch nie eine Buchlektüre gelesen in der Schule, noch nie. Und wir hatten locker, du weißt, 6 Stück auf dem Gimmi. Krank. Mindestens 6. Bruder. Und ich habe jede Klausur 2 oder 3 geschrieben. Krass. Und alle so, die. Ich denke, er ist ein Einserschüler. Das gelesen haben und so, die so heavy. Schreiben 5, schreiben 4 und so. Ja, ja. Und die so, wie konntest du das? Und ich sag dir ehrlich, wenn du lesen würdest, würdest du auseinandernehmen. Ich sag dir ehrlich, es gibt ein paar Sachen, die du einfach so für dich selber aus Interesse liest. Aber wenn du schon in Deutsch so gut warst, dann fällt es dir ja nicht schwer, irgendwas zu verstehen. Ja, Deutsch, Englisch. Ja, jetzt gerade reden die leider viele über Schule. Wir können ein bisschen nach vorne gehen. Weil die Sachen, die hier drin stehen, interessieren mich halt okay, schon. So sag ich dir offen, wenn ich dir sage, okay, du bist jetzt schon damit, du hast das schon, dann sag ich dir, mach mal ein Let's Play über Psychose. Dann wirst du sagen, warum du kommst. Mhm. Weil voll viele denken so, boah, der Miguel, der hat so psychisch irgendwas, vielleicht interessiert ihn das ja selber. Aber nein, du wurdest schon 1000 Mal von Ärzten damit vollgelabert, Bruder. Ja. Für dich ist ja wichtig, dass du dich gerade mit anderen Sachen beschäftigst. Mhm. Sei es Musik, sei es Videos, sei es Philosophie, irgendwas anderes, was halt so dich weiterbringt. Das finde ich besser als dich mit dem Thema selbst zu beschäftigen. Ja. Würdest du mich hier knallen auf dem Bett? Ich würde dich hier so durch... Da ist wieder... Das erste Mal hat er das F-Wort zensiert, beim zweiten Mal nicht, aber dafür das Wort durch. Ah ja. Okay, sorry, mach direkt nächste Frage. Halt dich auf. Genau, jetzt kommen wir zu einer spannenden Thematik, was viele auch interessiert. Mhm. Unge. Boah. Boah, pfff. Ja. Soll ich direkt anfangen oder willst du irgendwas? Warum reden wir nicht über Kuchen-TV, ist die Frage. Da könnt mich mal was ein bisschen loben. Was hältst du von all dem, was passiert ist und wie er damit umgeht und wie steht ihr im Kontakt? Ja, also hau einfach raus. Ja, also was da passiert ist, wundert mich gar nicht. Mich hat es eher nur wütend gemacht, dass die Leute jetzt erst damit ankommen. Warum? Ja, weil ich kann jetzt offen auspacken, das Format heißt Pack aus. Ja, ja. ABK hat mir immer gesagt, Unge ist gar nicht so wie vor der Kamera, der hat voll den schwarzen Humor, der lacht über Sachen, über die man halt nicht lachen sollte. So. Ja, ja. Genau, also... Der alles gesagt damals, weißt du? Ja, er hat mir alles schon gesagt, also er hat mir schon gesagt... Ja, das wusste ich ja auch, also das war irgendwie auch schon sehr bekannt, dass der so einen sehr krassen Humor hat. Ja, ist halt die Frage, ist es dann schlimm, das online nicht zu machen? Ich weiß nicht so, ne, das ist halt... Also, es ist ja immer noch ein Unterschied, weil du ja irgendwo immer noch bist ja eine Kunstfigur bis zu einem gewissen Grad und auf der anderen Seite hast du auch eine Vorbildsfunktion und ich glaube, viele Witze, die halt Unge so reißt, ich glaube, wo ich da gewesen bin, haben wir auch krasse Witze gemacht. Ich erinnere mich jetzt zwar persönlich nicht mehr an irgendwas Genaues, aber wir haben, glaube ich, auch ein paar Witze gerissen, die auf jeden Fall schon sehr weit gegangen sind. Und es gehört halt nicht alles in die Öffentlichkeit, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und ich habe den auch schon so eingeschätzt. Aber dann kam ja raus, dass er seine Freundin, dass er so Thailand-Witze gemacht hat und ja, so. Ja, ja. Und alle so, oh mein Gott, wie kann er nur und so. Und ich dachte mir so, wundert mich nicht. Ja. Ist genauso, wie ABK das gesagt aber, hat. Aber Bro, da sag ich auch Redog ehrlich, man sieht ja auch, dass die Freundin da auch mitgemacht hat. Ne? Ich habe das in einem Video gezeigt, wo die selber gelacht hat. Und er meinte, was isst du? Und dann meinte die Hund, habe ich in meinem Video eingeblendet. Ne? Ja, hast der, du das, genau, das, ne? dass sie das quasi dass in Ordnung mitmacht. Fand. Das ist ja so, wie wenn ich und du abhängen, wir machen auch Psychosenwitze und sowas. Bruder. Ja, genau. Aber das ist, wie wenn du dann vor die Kamera gehst und sagst, ja, der macht sich mit mir lustig über Psychose. Ja, so, oder, das aber, ist genauso. Gutes Beispiel. Mir. Wie wenn ich jetzt vor der Kamera alleine sitzen würde und dann ABK irgendwie ehrenlos und dann würde ich sagen, so ja, ABK hat sich über meine Krankheit voll lustig gemacht und so. Ja. Ich verstehe es gar nicht. Obwohl weil ich denke auch, dass jeder YouTuber irgendwelche Sachen hat, die er privat denkt, macht, sagt, die man nicht streamen kann. Ja, wobei, bei mir ist
Ja, gut, klar. Also ein paar harte Witze würde ich jetzt online wahrscheinlich nicht reißen, die wir privat mal reißen. Also ich glaube, wenn unser Gruppenchat in unsere WhatsApp-Gruppe geleakt wird, glaube ich, werde ich überall gesperrt, auf jeden Fall. Ja, Mont hat auch schon mal gesagt, dass man nicht immer offen reden kann. Ja, und das ist halt das Ding, ne? So, ABK ist da zum Beispiel, und das ist ja an sich, ist es ja auch eine coole Einstellung, ne? Dass er halt sagt, er ist halt real und er verhält sich vor der Kamera genauso, wie er das privat macht. Und das bedeutet dann halt auch, vielleicht so Schimpfwörter zu benutzen, auch wenn es eher so joke-mäßig gemeint ist, ne, wie jetzt auf Twitter und so weiter. Oder ja, dass er sich halt genauso gibt, also er verändert sich halt nicht, ne? Und das an sich ist es ja eine coole Einstellung. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, gut, Realness bezahlt jetzt aber auch nicht deine Rechnungen oder die Gerichtskosten, ne? Also ich finde, so ein bisschen verstellen oder sich ein bisschen zurückzuhalten zur Privatperson ist absolut legitim. Wie gesagt, das macht ja im Grunde jeder, ne? Ich finde jetzt aber auch, sich komplett zu verstellen, sodass ich jetzt privat wirklich ein komplett anderer Mensch bin, das fühle ich zum Beispiel halt auch nicht, ne? Aber dass man natürlich ein bisschen aufpassen muss, was man online sagt, so, das ist halt klar, ne? Und man lebt natürlich davon und man will natürlich auch weiter davon leben und nicht irgendwie jeden Tag Angst haben müssen, dass man gesperrt wird, weil man eine antifeministische Hetzkampagne gestartet hat, ne? Gelacht hab. Genau, das ja. Ist das. Dann, ja, ja. Ich finde so, wenn du dann sagst, ey Bruder, hör auf, ich kann das nicht oder über das will ich nicht reden oder das will ich nicht lachen, aha, dann, wenn die Person aufhört, dann okay. Wenn die Person weitermacht und du öfter sagst, hör auf, kann ich das verstehen, aber wenn die mitmacht und dann wahrscheinlich dann privat anscheinend zu wenig gesagt hat und so, ja, weil auch wenn Unge jetzt so dargestellt wird, sage ich dir offen und ehrlich, kann mir schon vorstellen, dass eine Person, wenn du dem 3-4 Mal sagst, ey Bruder, hör auf damit, ich will das nicht, dass der aufhört. Mhm. Das traue ich dem schon zu, weißt du? Ja, ja. Ich sag, der ist link in so anderen Sachen, weißt du? So, manche Sachen will der gar nicht hören oder tut der so, als hätte er das nicht wahrgenommen, sowas, weißt du? Ja, ja. Aber an sich, da schätze ich den nicht so ein. Das Ding ist halt bei dem, bei Unge, das war halt wirklich so eine Sache, die hat mich die ganze Zeit abgefuckt. Dass der Stimmt, Digga, was ist das für ein Türgriff? Der ist mir gar nicht aufgefallen. Was haben die da gemacht? War ganz anders als vor der Kamera. So, jeder wie der will, aber es war einfach extrem, wie der dann vor der Kamera auf dich zeigen will, obwohl er hinter der Kamera genauso ist, weißt du? Dieses so, er kritisiert einen Witz von mir, wo ich weiß, ey Bruder, privat hat er sich darüber totgelacht. Ja. So. Dann kritisier den Witz nicht, dann ignoriere einfach, dann sag einfach gar nichts. Also man muss sagen, Unge hat so einen Humor, was Ebi Kemi erzählt hat, damals schon, vor 3-4 Jahren, der hat über No-Go-Themen gelacht, ne? Also wirklich krasse No-Go-Themen, nicht so sein schwarzer Humor. Und dann denke ich mir so, wie kann er sich dann rausnehmen zu sagen, mit dem Finger auf dich zeigen und zu sagen. Ja, safe, da kann ich ABK komplett verstehen, ne? Also wie gesagt, dass man jetzt online da ein bisschen anders ist und vielleicht jetzt nicht darüber lachen kann in der Situation, ja, gebe ich ihm. Aber wie ABK schon sagt, so, dann ignorier's einfach, hör einfach drüber, sag halt nichts darüber, ne, weil, ja, also wenn man genau weiß, jo, privat würde der das feiern und dann stellst du öffentlich deinen Kollegen in Kritik, weil du jetzt öffentlich darüber nicht lachen möchtest, ist halt schon sehr schwach, muss man sagen. So, wie kannst du was sagen? Genau. Obwohl du privat das feiern würdest. Genau. Und das machen viele streamen vor der Kamera und 100%. So, sagen immer das, was die Leute hören wollen, machen die Kamera aus und denken sich so, ja. Es ist ja nicht mal beim Humor nur so, das ist ja auch bei manchen so, die reagieren dann, was weiß ich, auf dich zum Beispiel, oh, dem Miguel geht so schlecht, es tut mir so leid, das ist ja total, ja, wir wünschen ihm alles Gute, ne, hoffentlich findet er eine schnelle Genesung und dann machen die Kamera aus und denken, ja, juckt mich gar nicht, also ich gehen. Ja, weißt Mann, du, ja. Weil das merkst du dann daran, wenn die schon so auf dich reagieren und sagen, boah, krass, das tut mir voll leid, dann würdest du das daran merken, dass die vielleicht versuchen, dir zu schreiben, dich mehrmals kontaktieren, nach deinem Wohlbefinden fragen, so daran würdest du dann merken, okay, ja, da ist schon wirklich, so du meinst. Boah, ja gut, ich weiß nicht, also mir hat Miguel Pablo in der Situation auch leid getan, so. Ne, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwann mal mit ihm geschrieben habe, gute Frage. Aber ich finde halt, sich dann zu melden, finde ich auch irgendwie so weird, wenn man halt vorher so nichts miteinander zu tun hatte. Ne, weil, also jetzt zum Beispiel ich und Miguel, wir haben uns irgendwann ja mal getroffen gehabt und haben auf jeden Fall ein Video gedreht, das weiß ich noch. Hatten aber sonst halt nicht viel Kontakt und ich finde es dann auch so ein bisschen unangenehm, so, wenn du eigentlich nichts mit der Person zu tun hast, dann siehst du so, jo, der, dem geht's halt gerade nicht gut oder der hat da irgendwas und
weiß ich dann, ich finde, das wirkt immer so, ey, gib mal Informationen irgendwie, so wisst ihr, wie ich meine. Weil du ja mit der Person gar nichts zu tun hast, finde ich, kommt so Nachfragen dann immer irgendwie komisch rüber. Ist ein bisschen ernster, ne? Ja. Aber die meisten, die reagieren dann, tun dann so auf Mitgefühl, laden das Ding hoch, gucken, wie viele Klicks das macht. Wenn es keine Klicks macht, dann interessiert der Miguel gar nicht mehr oder ein RBK nicht, dann Unge nicht, weißt du? Ja. So, das finde ich halt so krass, dass dieses geheuchelte Mitgefühl und auch dieses, ja, dieses geheuchelte politisch Korrekte, das fuckt mich richtig ab, oder? Ja, so, ja, ne? Das ist krass, ja. Ja. Und jetzt, wenn wir über YouTuber reden, wie ist deine Meinung zu Albladi? Ja, Bruder, ich war Fan von dem. Also ich bin auch, ich habe alle seine Videos geguckt, immer seine Real Talk Sachen. Ich habe alles mal geguckt, ich habe sogar seine Sachen bestellt, seine Kette und so. Ne? Ach krass. Ja, Bruder, ich habe den richtig gefeiert. Heftig. Übertrieben gefeiert, Bruder. Heftig. Also unnormal. Und Dingens, danach habe ich schon mit dem kurz geredet und auch gesagt, Bruder, ich bin Fan von dir. Ich feiere dich krank und so, unnormal. Aber auch damals zu Unge gesagt, ey Unge, ich bin Fan von Albladi, kann ich den hier treffen auf der Insel? Dann meinte er, nein, lass dich mit ihm treffen, das ist voll der Psycho, der hat voll die Kette abgezogen bei seiner Ex und so, hat er mir sowas erzählt. Okay. Und dann hab ich den halt nicht treffen können. Ja, fand ich übrigens, das kann ich jetzt ja, glaube ich, droppen, da hat er wirklich nichts dagegen. Ich habe ja in der letzten Reaction auch gesagt, dass ich es von ihm damals scheiße fand, dass er ja quasi einfach Kontakt abgebrochen hat, mich geghostet hat, obwohl er sich darüber ja mal beschwert hat. Und er hat sich da tatsächlich sogar bei mir gemeldet gehabt und hat sich dann nochmal erklärt. Fand ich tatsächlich sehr cool. Ich kann seine Punkte auch nachvollziehen. Na, ich habe ja auch zu der Zeit gut Scheiße gebaut. Aber kann ich verstehen, aber fand ich cool von ihm, dass er sich da dann nochmal, was heißt jetzt gerade gemacht, ne? Aber dass er sich da nochmal gemeldet hat, fand ich tatsächlich sehr, sehr cool von ihm. Ach, mal, da habe ich mir gedacht, ey, ich bin jetzt wegen Unge hier. Der hat mich eingeladen. Also ist genauso, wie alle sagen, so, ja, ja. Dass Unge den Kontakt zu Albladi verboten hat. Ja, nicht mal, also nicht, oder nicht verboten, also, aber so mäßig. Ja, hässlich geredet einfach, genau. Ja. Und ich dachte mir so, Bruder, Unge hat mich eingeladen, ich bin wegen ihm auch hier. Ich kann es auch nicht darauf hinterhältig dann auch dahin gehen, mich mit ihm treffen, weil er hat mich eingeladen, nicht Albladi, weißt du? Ja, ja. Und dann bin ich halt nicht zu ihm gegangen und so. Und danach hat er mir mal geschrieben, ja, dann, keine Ahnung, also ich feiere den halt immer noch. So, ich würde auch immer noch gucken, wenn der was hochlädt und so. Mhm. Aber an sich, ich finde ihn halt nicht so schlimm fake wie die anderen Leute. So. Ja, weißt du? Ich auch nicht. Den kann ich mir echt geben. Also ich feiere den nochmal. Ja, Vic macht ja jetzt sowieso eine Pause. Die Streams habe ich auch nicht geguckt. Aber ihn als Albladi habe ich früher so krass enjoyed. Ne? Ich gucke hier gerade mal, ob seine ganz alten Videos noch da sind. Ja, Mann. Also ich glaube, ich habe sogar direkt, das ist sein alter Kanal. Ich habe ja direkt, ich glaube, das ist sogar das erste Video von ihm, was ich gesehen habe. Und holy, ich habe den so krass gefühlt, ne? Also, der hat auch viele Videos offline genommen, leider, ne? Der hat doch mal was über Cheetah gemacht. Ich glaube, das ist zum Beispiel nicht mehr da, oder? Das war vor 100k noch. Ah doch, hier Hacker und Cheetah, dann war das danach. Aber den habe ich früher todesenjoyed, ne? Auch krass, wenn man überlegt, vor 13 Jahren, ne? Okay, das ist so krass. Wirklich vor 13 Jahren, wie alt war ich da? 16 oder so. Mit 16 war ich übelster Albladi-Fan. Ja, doch. Also ich bin auch eigentlich so, ne? So, hab guckst du ihn auch? Also, ich habe ab und zu geguckt. Ja, ne? Auch, ja. Seine Talks und so, ne? Ja, genau. Der ist wirklich krass. Aber wie gesagt, bei Unge ist halt das Ding auch, man muss verstehen, diese Machtposition, die der hatte, ne? Mhm. Viele Leute haben dir noch viel Macht gegeben, ne? Dieser Madeira-Hype damals, du weißt selber, Bro. Ja, und hat auf uns reagiert, auf unser Outing und so. Mhm. Was der für einen Impact hatte, Bro, ne? Ja. Seine krasse Macht. Und dann fand ich es heftig, dass zu dem Zeitpunkt schon die Leute teilweise wussten, wie der wirklich ist. Und als ich ihn kritisiert habe, hat keiner gesagt, ey, was ABK sagt, stimmt. Keiner hat gesagt, das stimmt. Boah, ey, das ist so krass, ey, du hast gesagt. Aber da muss man auch sagen, also ich fand, also ich zum Beispiel habe ja dann auch ein Video gegen ABK gemacht. Das war ja nach dem Kaffee und Kuchen da. Ich sag mal jetzt im Nachhinein, kann ich es auf jeden Fall mehr verstehen, gerade wenn man auch die anderen Sachen über Unge weiß und merkt, dass er sich halt immer genau so rausredet mit, ja, ist jetzt ja auch kein Freund und das war doof und das und bin ja auch gar nicht so cool mit ihm, so safe. Werner, dankeschön für den Tier-1-Sub. Das Ding ist aber, auf der einen Seite hat ABK recht, ne? Natürlich ist es irgendwo auch Macht, was er hat, also bestimmt wussten viele, die jetzt privat viel mit ihm zu tun hatten, schon vorher, dass Unge einfach so ist, aber man möchte sich die Sachen da natürlich nicht kaputt machen, ne? Man will da nicht der nächste Albladi auf Madeira werden. Und auf der anderen Seite für viele eher außenstehende Personen, wie zum Beispiel für mich, ich kannte ja diese ganzen Sachen noch einfach gar nicht, ne? Also ich wusste nicht, dass der so ist. Ich habe den halt einmal auf Madeira getroffen gehabt, da haben wir auch das Kaffee und Kuchen und so gedreht und war cool, alles nice, ne? Haben dann noch abends gegrillt und dann habe ich ihn, glaube ich, am nächsten Tag gesehen, da waren wir nochmal wandern mit meinem Sohn damals auch, da ist ja auch das Bild entstanden, wo er meinen Sohn auf den Arm hat, sau niedlich eigentlich und
dann habe ich ihn halt nie wieder gesehen. Also ich war ja nie closed so mit Unge. Und dann ist immer das Ding, ne? Du musst dich ja dann auf das verlassen, so wie er sich dann halt einmal gezeigt hat, sage ich mal. Und das war, also für mich war er da sehr korrekt tatsächlich, ne? Ich hab das enjoyed, da zu sein. Das hat schon echt Bock gemacht. Sachen geleakt, ne? Ja. So Sachen, so die No-Go-Themen in der Szene sind. Und dafür hast du Hate bekommen. Full. Tot. Und das war das nächste Thema, Hate. Ja. So, wie gehen Leute damit um? Mhm. Du hast damals immer gesagt, also auch für euch zum Verständnis, ABK hat immer gesagt, ihm ist Hate egal. Ja. So. Und ich habe gesagt, ich bin dran kaputt gegangen, oft. So, genau. Ne? Mich hat das echt fertig gemacht. Ja. Und dann habe ich zu ABK gesagt, ja, du wurdest ja auch noch nie gehatet. Ja. Und dann hattest du, weißt du, diesen kleinen Skandal. So. Genau. Was war das gerade für ein Also was ist der Skandal? Du hast ja nichts Falsches, Verwerfliches gemacht. Hate, du hast einfach Hate, ja. Ganz, du warst straight, real, ja. Und hast deine Meinung gesagt. Du hast nicht gesagt, es ist so, zum Beispiel das mit unsympathischen Klicks oder so. Ja. Du hast gesagt, ich vermute das. Richtig. Ja. Aber es wurde so dargestellt, als hätte ich gesagt, es ist so. Ja, als genau. Ja, ja, es wird immer so dargestellt. Standard, ja. Genau. Und ich muss auch sagen, so, also ich habe bei dem Video von dir an jedem Punkt zugestimmt. So. Küsst dein Herz. Also ich hab das wirklich für realistisch gehalten, so. Bei unsympathisches Kanal, so, also ich weiß nicht, brauchen wir nicht wieder aufwühlen, aber ich find's halt auch schon auffällig, dass jedes Video, nicht mal bei einem Inscope oder bei sonst wem. Oh, die machen mehr Klicks als Drake und die ja, machen mehr Klicks als du. Das habe ich gesehen, ja, zum Beispiel. Du Drake und ABK würden auch eine krasse Kombi abgeben. Ey, ich würde es so feiern, wenn ich irgendwann mit ABK richtig Content mache. Also, wir haben ja schon ein paar Mal Kontakt gehabt und also ich finde, es hat auf jeden Fall gut gematcht. Also, das ist ja auch das, was ich bei ABK halt so schade finde. Also, ich finde, er ist eine sehr humorvolle Person. So, das, was ich so jetzt von ihm auch mitbekommen habe. Twizy hatte sich ja auch mit ihm getroffen und Heike so, die sind beide halt sehr korrekt, ne? Das Einzige, was ich bei ABK dann halt nicht so fühle, ist halt ja das, was er manchmal so in Videos sagt, ne? Wie in dem ein Video, was er da über Reefed auch mit hochgeladen hat, ne? Dass da das so ein bisschen, also dass das so ein bisschen kaputt gemacht wird, ne? Also dass da gesagt wird, ja, man hat keine Depression, bla bla bla, laber mich nicht voll, ne? Da ist er ein bisschen respektlos gewesen und ja, ist halt seine Art, so, ne? Aber das sind dann so Takes, die ich halt nicht fühle, ne? Oder auch das mit unsympathisch TV, ne? Ja, okay, da macht er halt mehr Klicks als Drake, glaube ich jetzt nicht, aber unsympathisch TV, muss man halt sagen, war auch einer der gehyptesten YouTuber zu der Zeit, wo der eben diese Millionen Klicks pro Video gemacht hat. Und ich habe ja auch darauf geantwortet mit einem Video und ich habe ja auch gezeigt, so, ey, es würde überhaupt keinen Sinn machen für ihn, da Klicks zu kaufen, weil er damit halt Verlust machen würde. Ne? Das Ding ist, diese Videos, wenn man hier jetzt mal guckt, ich bin jetzt mal so 3-4 Jahre zurückgegangen, die gehen ja nicht mal 8 Minuten so. Das sind kurze Unterhaltungsvideos. Das heißt, die Watchtime wird mega gewesen sein, weil die ganze Zeit passiert was. Dadurch werden die Videos super vorgeschlagen. Der Humor von unsympathisch TV zu der Zeit auf jeden Fall, ich habe es jetzt nicht aktiv geguckt, aber war schon sehr cool. Also, er war so ein typischer, kompletter Mainstream-YouTuber. Und da ist es dann auch nicht verwunderlich, dass der so viele Klicks hat. Also ein Monte auf dem Hauptkanal hat auch, er macht jetzt zwar nicht viele Videos, aber wenn er macht, 3-4 Millionen Aufrufe mit jedem Video, aber ist klar, weil er halt so gehypt ist. So, und klar, ABK hat jetzt vielleicht nicht gesagt, der kauft sich Klicks, sondern ich habe das Gefühl, aber ich fand halt die Gründe dafür, die er genannt hat, fand ich jetzt nicht wirklich nachvollziehbar, zum Beispiel. Ein Musikvideo, ne? Hoch, ja. Und das hat nach 4 Stunden weniger Klicks als unsobald nach einer Stunde. Das war schon, Bruder, und auch da hat mehr Klicks gemacht, als du damals zu deiner Berlin stirbt Psychosen. Genau, da hat ganz Deutschland drüber geredet. Ja, und Kapital, weißt du, ja, hat auch. Deswegen, ja. Und auch jetzt merkst du halt, die laden viel, viel weniger hoch. Mhm. Die machen auf einmal nicht mehr so viele Klicks wie davor. So ganz plötzlich um die Hälfte gesunken irgendwie. Mhm. Also ich sag schon, natürlich sag ich nicht, dass er total unbekannt ist, aber ich sag, dass er ein bisschen mitgemischt wurde. Mhm. Da gehe ich schon von aus, was ich jedenfalls so extrem gefährlich finde. Finde ich auch nicht. Weißt du, so, aber ich kenne Portale so und ich kenne Freunde, die richtig billig richtig viele Klicks kaufen. Genau. So. Die mischen und, Wahrheit. Und ich weiß, und ich kenne einen YouTuber, ich weiß, das Format heißt gerade raus. Er meinte, Spendier-Team gesagt, dass Sascha Klicks kauft. Stimmt, das hat er damals gesagt, ne? Aber ich werde seinen Namen jetzt nicht sagen. Alles gut. So, und bei dem weiß ich safe, der hilft nach mit Klicks. Ja. Und keinem fällt das auf. Siehst du, das ist einfach kein Geheimnis bei uns in der Szene. Ja. Dass Leute mit Klicks nochmal nachhelfen. Es kommt auch drauf an, mit wie viel Klicks du nachhilfst. Wenn jetzt einer, keine Ahnung, 10, 15.000 Klicks drauf kauft, 20.000. Ja, Bruder. Braucht man nichts sagen, wenn der schon seine Klicks macht, aber wenn der jetzt so, keine Ahnung,
500.000 Klicks drauf, 400.000 Klicks drauf, die kann er auch steuerlich absetzen, ne? Das ist ja eine Investition. Genau, ja, klar. Das ist ja dann alles steuerlich absetzbar. Aber am Ende des Tages stimmt, ist das Thema Hate. Das sollte ich auch machen, Geld. Vielleicht. Damals auch mal zu mir gesagt, Bruder, wenn du ein Video hochlädst, scheiß drauf, leg dein Handy jetzt zur Seite, deine Arbeit ist mit dem Upload getan. Weißt du noch, wo du dann mal YouTube-Studio warst? Genau. Hast du mal in der App geguckt, ey Bro, die schreiben gerade das in die Kommentare, dann bin ich voll aggressiv geworden. Junge, leg das mal weg, lass mal abhängen, was soll die Lass uns Spaß haben. Genau, so. Klar, ich guck auch natürlich in die Kommentare rein, muss ich ja auch, weil das ist auch meine Arbeit, weil ich lade ein Video hoch und ich will auch, dass es gesehen wird. Ist ja keine Lüge so. Dann gehe ich da so durch, aber es trifft mich halt nicht so hart, weil ich mir denke, ey Bro, du lädst das Video ja so hoch, wie du es selber dir geben würdest und wie du es selber feierst. So, du musst dein eigener Fan sein an dem Tag. Ja. Wenn du dann dein eigener Fan bist an dem Tag und das Video feierst, kannst du es hochladen. Was die Leute drunter schreiben, ändert ja nichts. Ich hätte es ja trotzdem so hochgeladen. So, ja, weißt du? Aber viele YouTuber, vielleicht auch war es bei dir damals so, die laden dann nach der Zeit nur noch das hoch, was die Masse sehen will und nur noch so, wie es halt für die Masse tauglich ist. Und deswegen müssen die ja schon gefühlt auf die Kommentare gucken, damit die halt wissen, ob die Masse damit zufrieden ist. Ja. Aber bei mir war es halt nie der Fall. So. Das boah, weiß ich nicht. Also ich gucke auch sehr gerne in die Kommentare. Also ich gucke auch nach dem Upload des Öfteren mal bei YouTube Studio auf jeden Fall rein. Weil auf der einen Seite will ich natürlich wissen, wie performt das Video, ne? Weil das interessiert mich natürlich schon. Am Mittwoch zum Beispiel habe ich ja das Video über Shoyoka hochgeladen und oder über den Gerichtsprozess in Shoyoka und das habe ich dann, also ne, da will man natürlich gucken, okay, wie kommt das an, kommt das gut an, wie viel Klicks kriegt das? Und man guckt natürlich auch in die Kommentare, um so zu sehen, okay, wie nehmen die Zuschauer das halt auf, ne? Also ich lade auch nur Videos hoch, die mir persönlich gefallen, logischerweise, weil, also es macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt finde, das Video scheiße, dann weiß ich nicht, wäre irgendwie komisch, das hochzuladen. Na klar, gibt Videos, mit denen ich mehr oder weniger zufrieden bin, aber so an sich lade ich nur das hoch, was ich natürlich selber auch feiere. Aber weiß ich, man will natürlich trotzdem gucken, okay, wie sehen die Zuschauer das? Habe ich vielleicht irgendwelche krassen Fehler drin oder so? Na, also ich gucke da schon trotzdem gerne mal rein. Also glaube, das machen auch viele YouTuber, ne? Man will ja immer sehen, okay, wie kommt das Video jetzt an? Feiern die Leute das, feiern die Leute das nicht? Ne? Man freut sich vielleicht auch, wenn bestimmte Jokes gefeiert werden, zum Beispiel, ne? Wenn da in den Kommentaren steht, haha, aber 1,15, lol, voll lustig. Ich mach's, weil meine Eier mir sagen, ich habe gerade so Bock drauf. Ja. Weißt du? Und bevor man uns jetzt wieder vorwirft, dass wir unsympathisch das unterstellen, so, wir wissen es im Endeffekt nicht. Ist Meinung. Ja, Spendi hat mir das gesagt. Spendi hat es ihm gesagt und es ist halt, wie gesagt, eine Meinung. Genau. Und dann haben wir das Thema auch schon durch. Mhm. Jetzt habe ich einfach im WhatsApp-Chat ein Thema, also zwei wichtige Themen. Mhm. Einmal falsche Freunde. Ja. Also ich habe es jetzt schon vorweggenommen wegen falsch, aber so Freunde halt oder ehemalige Freunde. Mhm. Viele wollen wissen und viele fragen sich, was ist mit dir und Sammy? Ach so, okay. Guck mal, erstmal muss ich vorweg sagen, das ist voll wichtig. Ja. So, falsche Freunde ist auch so ein Ding, Leute. Ihr müsst gibt's falsche Freunde erstmal haben, um die richtigen Freunde zu finden. Weil wenn du falsch von richtig unterscheiden willst, ist es wichtig, dass du das Falsche auch erstmal siehst, ne? Wer keine Fehler macht, dann macht nichts richtig, weil dann wird zum Schluss, dass es ein Fehler ist. Genau. So, deswegen, ich habe auch natürlich, ich war von vielen Menschen umgeben, ich hatte zum Glück nie das Problem mit so Einsamkeit oder ich war auch in der Schule zum Glück beliebt und so, das ist nicht auf arrogant, aber das war so, ich hatte immer schnell Kontakt zu Menschen, so, ich war so kontaktfreudig, ich mag Menschen so eigentlich, weißt du, aber das Ding ist halt, ich bin ein naiver Mensch, ich vertraue und ich will meistens immer, dass die Leute in meinem Umfeld auch immer so mit mir was haben, worüber man sich freut, dass man sich zusammen freut, weil geteilte Freude ist doppelte Freude. Ja, so. Leute, ich muss euch sagen, seine Aura, er hat eine tausender Aura, weil das Ding ist, ich komme an und alle sind so distanziert und ruhig und so, dann kommt ABK und er mischt die ganze Gruppe auf. Alle sind am Lachen, alle so, ja man, Hayat, dies, das. Digga, er macht so eine Show draus, so mäßig, als wäre er Comedian und wir alle so die Zuschauer, Digga, und er lässt jeden in unserer Freundesgruppe sich wohlfühlen. Danke dir, Bruder. Und das schaffen die wenigsten. Vielen Dank. Aber Bruder, ich mach's vom Herzen, weil du kennst diese Weiber zum Beispiel in der Schule früher, dass ich ganz so kommt. Also so wie ich ABK bisher quasi kennengelernt habe, also ich habe jetzt ihn noch nie privat getroffen, aber von dem, was ich mitbekommen habe, kann ich das auf jeden Fall so kommt bestätigen. So mit dieser hohen Stimme, damit so alle so dazu, dann wollte die so auf Krampf, so auf voll nett machen, du weißt so, das ist voll die Hinterhältige, Alter. Ja, so, ja. Hey, das kann man euch alles, ne? Und es war halt deine Fresse. So bin ich da zum Glück nicht. Ich komme rein, hey Leute, was geht? Nein. Er geht zu jedem persönlich hin. Normal so, ne? Und redet mit ihm so, als wäre das sein Bruder seit 10 Jahren. Genau, so, aber das macht schon was extra. Ich schwöre, das ist einfach so, weil ich mich vertraut fühle. Ja, weil er sich vertraut fühlt und Digga,
Ich habe mich vorhin so ein bisschen unwohl gefühlt, so dachte so, ich weiß nicht, die Konstellation, dann ist Z-Max noch da und so. Ja. Auf einmal Z-Max da und ich dachte so, das wird unangenehm, aber ABK hat Icebreaker, sagst du? Ja, Icebreaker. So, dass ich mich voll wohl gefühlt habe. Boah, mit Z-Max müsste ich eigentlich auch unbedingt mal einen Kaffee und Kuchen drehen, Alter. Schätzen. Aber Bruder, ja. Bist du auch eigentlich ein kontaktfreudiger Mensch, so. Bin ich auch offen und gerne, aber manchmal, Bruder, habe ich das Gefühl, zum Beispiel, wo eben ist er mit einem Auto an mir vorbeigefahren, ja. Fenster runter, ich sehe nur zwei Kennex, so ich guck weg und ich so, boah, die wollen mir safe. Also ich denke immer so, bei vielen Kennex so, ne? Ja, ja. Also ich sag jetzt einfach Kennex. Ja, bist du selber ein Kennex, bist du Mexikaner, Bruder? Ja, ich bin Mexikaner, ja. So, deswegen, ja. Ich bin selbst nicht rein deutsch, aber ich denke mal so, die wollen mir was oder so. Und dann kommt ABK und geht zu ihnen, ey Bruder, was geht? Ja, Mann, mit anfassen und so. Ja, ja, direkt. Dann kann man outen. Digga, immer wenn wir rausgegangen sind, auch in Wuppertal was essen oder so, Digga, da kommen die übelsten Vollbart-Achis so. Und die so, ey, BK, mein Bruder, Wunder. Bruder, es geht, AfD Startup Bank, komm her. Und ja, so. Mann, ja, Mann. Ab nach Süd, Bruder, ne? So. Ey, ich spür's dir. Nein, das Ding ist halt so, bei sowas so, da muss Miguel sagen, es muss natürlich auch so eine Person sein, die auch Bock hat, ne? Die sich auf sowas auch einlässt. Und Miguel ist ja jemand, der lässt sich schon auf sowas ein. Der sitzt nicht da wie so ein bockiges Kind und so, kein Bock. Der lässt auch auf sich wirken, so. Das ist auch mal, also das zeigt er von dir selber auch, dass du Bock drauf hast. Das Ding ist halt dieses mit Auto, Nacht, ein Kenner guckt mich an. Bruder, habe ich selber Angst. Weißt du, was ich meine? Ja. Sogar wenn Polizei mir vorbei hat, habe ich Angst, werde nervös, obwohl ich nichts habe. Weißt du so? Ja. Das ist normal. Das ist aber dieser Fame-Schaden, den wir haben. Ja. Das auch, Bruder. Ich gehe manchmal raus, ich bin in der Uni, einer guckt mich an, ich denke, fuck, warum guckt der? Ist der jetzt von Manuelsen? Ist der jetzt von dem? Obwohl, entweder der guckt, weil er dich feiert, oder der guckt vielleicht einfach so, oder weil du einen Popel im Gesicht hast. Ja, ja. Aber das ist dann so für mich so, warum guckt der? Bis sagt, ABK, ABK, ja! Dann bist du voll glücklich, so. Ich denke, der meint nur ABK, Bruder. Na, ich glaube, ABK hat sich wahrscheinlich schon einige Feinde gemacht. Der meint Zeit. Nichts anderes, so, ja, weißt du? Ja. Das ist das. Vor allem, wir haben so Deutschland geguckt, Arsch und ich, in diesem Restaurant, was du kennst. Ja. Und hinter uns waren auf einmal so 2, dann 3, dann 4, dann 5, dann 6, irgendwie so, Kennex so. Halt, ne? Shisha-Bar einfach, ja. Shisha-Bar. Digga, auf einmal, ich merke so, ich höre meinen Namen ein paar Mal und ich drehe mich so um und ich so, boah, Digga. Ausländer. Erster FC Doppelapfel bei mir gerade. Und ich dachte so, Digga, entweder die sagen, die sprechen mich jetzt einfach an oder die hauen mich gleich behindert. Nein, so. Nein. Aber ich kenne diese Angst. Ja, aber ich wurde noch nie gehauen, so. Ja, zum also, Glück, zum Glück, aber ja. man hat halt trotzdem manchmal so. Ja, ja, bei mir auch. Ja. Ich höre eigentlich die Leute, die finden mich so lustig und so. Ich denke auf, da kommt einfach einer, klatscht mich. Da hau mir in die Fresse, Bruder. Ja, mir ist es auch noch nie passiert. Aber ist krass irgendwie, ne, weil, weiß nicht, manchmal. Ich meine, jetzt gerade so, wir drei als YouTuber haben ja auch schon so unsere Skandale und komische Sachen und so weiter gehabt. Und mir ist es auch noch nie passiert, dass ich irgendwie aufs Maul oder sowas bekommen habe. Cashe sagt, das passiert auf jeden Fall irgendwann, aber jetzt gehe ich ans Gym, also. Aber Bruder, bei mir ist auch so, ich war auch schon auf so Hauspartys und so, ne? Und auf einer Hausparty war dann so einer, so ein Schrank, Bruder, 2 Meter groß, oh, Bruder, so ein Bart. Ein Wasch, richtiger Wasch. Ich glaube, ich habe es richtig. Ja, war schon gut. Ja, gut, okay. Jedenfalls, er guckt mich dann so an, ne, so, und meine Kollegen so, ey, ich glaube, der will Stress und so, sollen wir das klären? Ich so, nein, alles gut, so, ich glaube, der macht nichts und so, ne, so. Krass. So mäßig so, ich habe nur ein bisschen Angst und so, ja. Aber, und dann guckt er mich an und dann geht er so zu mir und meine Freunde, meine Kollegen, die sind ja auch stabil gebaut, ja. Und so, ne, die stellen sich schon um mich rum, so, ne, dann geht er zu mir und sagt so, ey, boah, komm mal her. Ich bin in sein Nasenloch reingegangen, weil der mich aufgesaugt. Er sagt so, komm mal näher. Und ich so, fuck, Alter. Junge, der klatscht mich jetzt vor all den anderen. Und auf einmal sagt er so, Bruder, wo ich 14, 13 war, ich war dein größter Fan. Ja, und dann, das heißt irgendwie, es ist 8 Jahre her, dass ich so meinen Hype hatte. Und er war so 13, 14, 8 Jahre, 21, 22 war der. Aber der sah schon aus wie so richtiger 36, Mann. 36, ne? Ja, das es gab 36. Leute, die immer einen auf dicke Hose gemacht haben, aber nie gehauen haben. Ja, also ich meine, sowas ist ja auch normal, ne? Dass man irgendwie vielleicht mal einen dummen Spruch oder sowas nachgerufen bekommt. Also man darf ja auch nicht vergessen, also erstmal
klar, also jeder hat irgendwie Hater, aber die Person muss ja wirklich so krass was gegen dich haben, dass sie dich erstmal, also erstmal muss sie dich ja sehen. Das ist schon mal ja das Erste, was wahrscheinlich unwahrscheinlich ist. Klar, du hast jetzt viele Leute, die dich vielleicht nicht mögen, aber ich sag mal, um jemanden zu hauen wegen Online-Videos, also gut, da stimmt erstmal im Kopf sowieso was nicht, das sind wahrscheinlich nicht so viele. Und die Person muss dich ja richtig hassen auch, so, ne, dass sie das macht. Und ja, find erstmal solche Leute und selbst wenn sie dich sieht und das machen möchte, ist es vielleicht auch einfach dann zum Glück für dich nicht die Situation dafür, weil du gerade mit mehreren Leuten zum Beispiel unterwegs bist, ne, das kann ja auch sein. Also von daher, ja, weiß ich nicht, muss man da jetzt, also ich finde nicht, dass man als YouTuber da wirklich Angst haben muss, ne, also es gibt ja auch weibliche Influencerinnen, die sagen, dass sie sich nicht mehr raustrauen und so, ich finde das halt zu übertrieben, ne, weil es wurden so viele Leute, wurden schon so krass gehatet auf YouTube, die krasse Shitstorms hatten, ne, ich, ABK hat auch viele Feinde, Miguel Pablo wurde krass gehatet von ganz Deutschland so und es ist noch nie irgendeinem Influencer irgendwas passiert, so, ne? Komm her, lass Pick machen, Bruder. Und ich so, Bruder. Daddy! 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 Daddy. Daddy. Okay, Slay! Du bist wieder 13 geworden und der ist einfach so 36, Alter. Und du bist der 13-jährige Fan. Ja. So, Alter. Nein. Just, ey, Alter. Krass, krass. Ja, Mann. Ja, das, man hat wirklich, wenn man so ein bisschen Fame ist, ne, das soll jetzt eingebildet klingen, aber man hat dann so, auch wenn man Fame war, ne, man hat dann ein bisschen diese Schwierigkeiten, das einzuordnen, warum die Person nicht anguckt, dann nicht anspricht. Weil genau, du denkst nicht, oh mein Gott, ich bin voller fucking Story, der kennt mich schon so. Du denkst halt, das vergisst du halt irgendwann. Ja, genau. Ne? Das man, ist das. Man so. Chillt einfach. Bis im Alltag, ja, eigentlich. Ja, bis im Alltag, genau. Das ist das, genau, ja. Genau. Auf jeden Fall, auch wenn wir beim Thema Freundschaft sind, du wolltest auch, glaube ich, gerade das Thema Sammy ansprechen, ne? Genau, Sammy, ja. Das Ding ist halt, weil Sammy, ich war halt enttäuscht, ne? Weil ich mal am Ende des Tages, wo ich dann halt in dieser Notlage war, ne? Also finanziellen Notlage vor allem, einfach von ihm keine Hilfe kam, so, weißt du, also. Und da haben ja Leute wie Vive gespendet, die nichts mit dir zu tun haben. Bro, wir haben andere Leute, Influencer, einer hat mir 20.000 gegeben. Nein. 20.000 Euro, ich kann dir auch sagen, wer das war, also im Vertrauen sage ich das. Lava. Kennst du? Ja. Der, und hier. Safe, Jero. Ich weiß es nicht, also ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung. Aber ich kann mir Safe Jero vorstellen. Der hat mir auch mal 15.000 geliehen. Ach, die YouTuber-Bank. Jerakit hat mir 8.000 Euro gegeben. Einfach oh. 8.000 Euro. Da meinte hier, ich feiere deinen Content, ich will deinen Content irgendwie mitfinanzieren, damit du weitermachst. Welcher Sebi? Delaru.tv heißt der auf Twitch. Und zahl damit das, was du zahlen musst. Bitte ja. Mach einfach weiter. Lad einfach weiter hoch. Deine Videos haben mir geholfen, wo es mir schlecht ging. Digga, ich wollte die damals unbedingt aufspenden. Ich küsse dein Herz, Bro. Danke dir. Aber danke. Ich war broke. Oder? Verstehe ich, Bruder. Alles ja. Gut. Alles meine Schwester hat dir heute, weil ich habe ihr erzählt, dass du so einen Aufruf gemacht hast, die hat dir heute 10er gespendet. Ich küsse dir Herz, Bruder. Sie ist Studentin, sie ist auch broke. Ja, Bruder. Hast du die 15.000 so gezahlt? Nö, ich habe ihn abgezogen und die ihm nicht wiedergegeben. Ich meine, so vertrauen niemanden, nicht mal dir selber, ne? Er muss es halt lernen. Okay. Ja, was ist das für eine Frage, Alter? Du kannst dir halt die 100 verschwenden. Genau. Mann, ey. Nein, ich küsse dir Auge. Danke, Wallah. Nee, auf jeden Fall, das war das so. Das Ding ist halt, du weißt halt, wie es in Deutschland ist, auch so, wenn du Donations bekommst und so, dann versuch ich meistens mal dann das Geld auch für YouTube auszugeben. Ne? Ja, das heißt, ich bezahle damit eine Reise, dann mach ich halt geilen Content da. Oder dann halt auch so, ja, Kosten, die aufgrund von YouTube entstanden sind. Ja, man sieht ja auch in deinen Vlogs auch, wie aufwendig die gemacht sind. Und dieses Mario Land Vlog. Ja. Boah, ich hab das richtig gefeiert, Bruder. Ja, richtig geil, danke dir, Bruder. Danke, Das war unnormal geil. Das war eins der kranksten Erlebnisse überhaupt, Bro. Ja. Das hätten wir auch wirklich machen müssen. Ja, auf jeden Fall deswegen, bei Sammy habe ich mich dann so ein bisschen verarscht gefühlt, weil er meinte dann irgendwann, ja, Bruder, wenn was ist, sag, ich helfe dir. Wo ich mir dachte, Bruder, du siehst doch das schon. Ja. Was soll ich jetzt noch großartig dir sagen? Hilf mir, du siehst ja das schon. Bin so. Und irgendwie ist er jetzt auch in diesen Streamer-Kreisen. Ja, ja, aber er wird nicht angenommen. Das finde ich auch schade, sag ich ehrlich, auch wenn ich so ein bisschen abgefuckt auf den bin. Aber ich finde das schade, dass er nicht so akzeptiert wird. Der wird auf keinem Event eingeladen. Okay. Gar nichts, aber wo ich mir denke, Bruder. Ja, kenne ich. Er ist doch jetzt schon mittlerweile teilweise Mainstream. Er hat sich doch dem Mainstream angepasst. Warum bekommt er dann nicht die Anerkennung? Also warum wird er von euren Kreisen nicht aufgenommen? Ja. Wenn er doch jetzt schon einer von euren Kreisen ist. Mhm. Das finde ich so ein bisschen ungerechtfertigt. Boah, ja gut, ich weiß nicht. Also ich finde da generell reinzukommen wahrscheinlich halt nicht so einfach. Ich habe jetzt mal bei Nindo tatsächlich geguckt, weil ich von dem höre ich tatsächlich gar nichts mehr. Der heißt Delaru.tv. Übrigens, falls ihr selber gucken wollt, also der hat jetzt am 4. vor 2 Tagen das letzte Mal gestreamt. Ja doch, der hat im Peak hat der, also im Durchschnitt hat der 1600 Zuschauer, ist jetzt auch nicht schlecht auf jeden Fall. Aber ist jetzt halt auch nicht krass, ne? Also um wirklich im Mainstream zu kommen,
sind zwei Sachen wichtig, würde ich sagen. Also erstmal nicht Kuchen-TV sein. Ja, und dann entweder du hast die Kontakte einfach, weil du halt, keine Ahnung, man lernt ja auch Leute kennen und so weiter, ne, mit denen man mal irgendwie zusammenarbeitet. Oder man ist halt einfach sehr, sehr groß. Ne? Dann kommt es natürlich automatisch, dass man da reinkommt. Ne? Ist jetzt nicht so, dass nur weil du dich jetzt im Mainstream anpasst, dass du halt direkt dann irgendwie dazugehörst oder so. Ne? Ich würde Sammy schon gönnen, wenn er dann so in diesen Mainstream-Kreisen auch drinne wäre. Aber stark, dass du ihm, ja, noch, klar, das Beste wünschst. Bruder, er hat sich doch dafür Mühe gegeben. Er geht da jeden Tag live. Er, ja, hat er reingehauen, macht sein Format. Aber ich muss sagen, so, das kommt jetzt von mir, weil ich habe das ja alles beobachtet. Ich fand das schon sehr krass, wo du mich darauf hingewiesen hast, ja, Sammy hat halt nichts gespendet oder so, ne? Ja, nicht geholfen, nicht, gar, ja, nicht. Ja, genau. Ich dachte so, wenn einer dir helfen sollte, dann gerade er, ja, weil du hast ihn bekannt gemacht. Oder zum Teil, was heißt bekannt, ja, gemacht? Du hast ihm so sehr geholfen. Ja, geholfen. Finanziell, ja, so. Ich weiß noch, wo wir bei dir waren. Immer Twitch. Du hast dein Twitch immer gepostet. Stimmt, du warst ja mit uns live, ja, sogar. Ja, ja, krass. Und du hast ihn immer supportet. Ja, Mann. Hast sein immer in deiner Instagram-Story, habe ich gesehen, Sammy ist jetzt live. Sammy ist jetzt, stimmt, live. Sammy, stimmt, ist jetzt, ja, live. Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Voll vergessen schon. Ja, und woher kamen dann die 1000 Zuschauer, so, weißt du? Ja, so, ja, Sammy ist jetzt live, Sammy ist jetzt. Und dann immer, ey, Bruder, kannst du kurz machen? Ja, und ja, du so, ja, ich mache vom Herzen, Bruder. Direkt, ich hab ihm das gegönnt. Ja, Alter, ey, wenn der was, ja, dann finde ich es auf jeden Fall auch schon schade, ne, weil ich finde, na, es ist ja korrekt, dass er geholfen hat. Und klar, also, ich finde, eine Freundschaft bedeutet jetzt nicht, dass man jetzt, also quasi was zurückgeben, also so, dass man was erwarten kann, so, ne, wenn ich jetzt jemanden unterstütze, dann, also kann man irgendwo nicht erwarten, jeder Mensch muss das selbst für sich entscheiden, aber klar, es zeigt natürlich schon, okay, ist die Person halt ein richtiger Freund oder nicht, weil in der Freundschaft ist es halt, dass man sich gegenseitig unterstützt. Und ich sag mal, wenn jetzt irgendwer mich pushen würde, ja, sagen wir mal, jetzt so als Beispiel, Monte würde mich jetzt einen Monat lang jeden Tag raiden und ich wäre auf einmal voll groß auf der Plattform und in einem Jahr kommt er an und sagt, hey, ich hänge gerade mit Steuern hinterher, kannst du mir, keine Ahnung, 50.000 leihen, die ich dann wahrscheinlich halt auch mit Twitch machen würde. So, dann würde ich halt auch nicht sagen, so, Bro, nee, tut mir leid, das geht nicht. Sondern natürlich würde ich mir sagen, ey, du hast mir dann so viel ermöglicht, natürlich würde ich das machen, also es gehört einfach dazu, ne, und safe, also ABK hat ihn wirklich sehr, sehr oft gepusht, ich glaube, die waren noch das öftere Mal zusammen live, ich habe ja auch ein paar Reactions über De La Rue gemacht, weil er dann sich irgendwie die ABK-Videos zu mir angeguckt hat und so weiter, und dann ist schon schade, ne, wenn dann wirklich gar nichts kommt. Klar, kann natürlich auch sein, dass er selber in einer Situation war, wo es nicht ging. Ein Buchholter, Dankeschön für den Prime-Sub. Ne? Aber selbst dann kann man ja auch offen reden, ne? Und sagen, ey Bro, ich sehe, dir geht's gerade nicht gut. Ne? Ich unterstütze dich gerne, aber Geld geht gerade nicht. Kann ich irgendwas anderes für dich tun? Ne? Das ist ja anscheinend auch nicht passiert. Finde ich da nicht so geil. Ja, selbst, ne? Ich bin selbst mehr schlimm so, was, ja, das angeht. Also mit Sachen posten und so. Ich, ja, bin dann so, ja, eigentlich eher Business-Sachen, wenn ich davon profitiere. Genau, genau, ja, ja. Verständlich auch, verständlich. Ja, ja. Und du hast es vom Herzen gemacht, ihn so, ja, vom Herzen gepusht. Als Bruder, ja, nee, gesehen. Dankeschön, ich, für ich den mach's halt nicht, weil ich unbedingt was zurückverlange. Aber ich denke mir dann schon so, natürlich so, brauchst du nicht lügen irgendwo. Eine Hand wäscht die andere Politik. Ja, so, genau. Wenn es mir dann scheiße geht und ich irgendwie eine oberflächliche Notlage habe, dann hilf einfach, ohne dass ich, ja, das sagen muss, so, ja, mäßig, in dem Sinne. So. Ja, klar. Das fand ich halt so ein bisschen scheiße. Mhm. Und vor allem, ich denke mir so, er hat auch Geld gemacht. So. Ich wollte gerade sagen, ja, Rap La Rue. Ja, der hat safe Geld gemacht. 100%. Ja, unnormal. 100%. Du brauchst mir nicht sagen, dass Mila, da nicht voll viel Geld geflossen 100%. Ist. Das ist das. Und dass man davon dann nicht mal, genau, dass man den kleinen Finger reicht. Ja, so. Nicht einfach sagen, ey komm, ich zahle dir deine Rechtskosten oder ich zahle dir deine Steuer irgendwas. Ja. Nicht mal sagen, ich gebe dir das Geld, sondern wirklich sagen, ey, ich beseitige das und das Problem. So, ja, wie ich es bei dir auch gemacht habe. Du musst mir nicht mal das Geld geben, damit du auch wirklich siehst. Also, weil viele denken, ja, ich nehme das Geld für mich. Nein, ja, Bruder, ich nehme es wirklich für die Sachen, die aufgrund von Internet sind. Genau. Dafür nehme ich das Geld, ja, halt, so, weißt du? Und ich muss auch sagen, du hast mir damals unnormal geholfen. So, nach meinem Fake-Outing-Skandal war ich erstmal unten durch, ein halbes Jahr lang. Ja, aber dieser ganze Podcast klingt so, wie wenn zwei Leute auf MDMA miteinander reden, ich weiß auch nicht. Bei jedem YouTuber, ich habe ein halbes Jahr eine YouTube-Pause gemacht und dann hat ABK mir auf die Beine geholfen und gesagt, wir machen dich stabil. Ja, ich so, weiß noch, das war so lustig, ja, so Bock gemacht, ne? Ja, ja, wir haben geil, so krasse Videos gemacht. Krass. Polizei-Story, alles. Polizei-Story, alles, das war so krasse, ja, Zeit. Wir hatten eine richtig geile, ja, Zeit.
da hat wirklich YouTube Spaß gemacht. Da hast du gemerkt? Ja. YouTube war mit Leidenschaft. So. Mit Leidenschaft. Man hat hochgeladen, so, ey Bro, scheiß drauf, ey, hör mal das an, ey, voll lachig. Ja, und nachts. Geld immer schwierig bei Freundschaft. Boah, ich finde, es geht halt, ne? Also es kommt immer drauf an. Also ich finde, das meiste, ich meine, ich hatte auch schon ein, zwei Mal kleinere Probleme damit. Jetzt zum Glück nie irgendwas Großes so. Aber das meiste kann man halt doch einfach durch Reden auf jeden Fall wegkriegen. Ne? Klar, Geld kann natürlich dazwischen stehen, so, aber ich finde, in einer guten Freundschaft sollte das normalerweise halt nicht passieren. Ne? Gelacht, Bruder, ne? Wir haben die kranksten Sachen gemacht. Weißt du doch, ey, das war so gestört alles. Das war wirklich so, YouTube war zweitrangig. Wir haben gedreht mit Spaß, mit Freude. Ja, so, ne? Genau. Jedes Video, was ich mit dir gemacht habe, da haben wir wirklich gelacht vom Herzen. Das war nicht vom so gefaked. Ja. Das war das. Also, es war wirklich schon eine geile Zeit. So, und zwar auch mit Unge so, der hat auch damals gesagt, ey, wo er mit mir gedreht hat, hat er gemerkt, das war ein Drehen mit Leidenschaft. Man hat wirklich Spaß gehabt. Das ist nicht ein Drehen mit auf Krampf, müssen jetzt ein Video drehen. Haben wir nie gemacht, Bruder. Ja. Nee, das war so spontan, 4 Uhr morgens, er macht die Kamera an, Bruder. Ich habe einen Spruch, lass mal aufnehmen. Weißt du, so war das, ja, ne? Ja, ja. Wo du auf einmal Ansage an Kyle Austin so gemacht hast. Ne? Und schon hinten so, genau noch. Und du hängst fast an, wie damals Berlin lebt, Alter. Wuppertal lebt, Bruder. Das war so geil, Bruder. Das war mega geil. Ja, also von Sammy war halt dann blöd. Ich hatte auch Spaß mit dem, weil ich habe mich auch damals viel oft mit dem kaputt gelacht und so. Ja, du hast ja auch diese Frankfurt-Vlogs gemacht. Genau, das hat so Spaß gemacht, Bro. Das war so lustig. Mhm. Und danach irgendwann fand ich halt das scheiße, dass ich mir dann dachte, okay, er passt sich auch an, er wird immer neutraler, auch im Internet so. Chat, wir distanzieren uns davon. Yo, Chat, auf jeden Fall, Leute. So, das hat anstatt Stellung für dich einzunehmen. Ja, so, er hat schon Stellung eingenommen, aber so, zwar mir trotzdem noch so. Bruder, da kannst du ruhig mehr machen. Wir sind Brüder. Da kannst du sagen, nein, Ein-Mann-Armee. Ich bin, egal was er sagt, ich bin da. Ja, Mann, ich schick dem jetzt. Ich geb dem jetzt Kreditkarte, Visa, Paypal. Ich geb dem jetzt alles. Der ist mein Bruder. So, jetzt safe. Also ich meine, ich finde das Gespräch, finde ich, auf jeden Fall spannend. Ich finde aber auch, dass die beiden so gut miteinander viben, auf jeden Fall. Ja, Bruder. So wie ich bei allen Freunden mache. Bei dir auch, wenn einer rumhatet, nein, Miguel so, ja, aber ich schwöre, Miguel so. Man versucht direkt so mit reinzulassen. Also er hat mir immer aus der Scheiße geholfen. Ich küsse dein Herz, Bruder. Du hast gerne. Und nicht nur auf YouTube, sondern vor allem psychisch. Du hast mich damals gesund gemacht. Danke, die Walla. Krass. Walla, krass. Gänse auf Walla. Bruder, ich war 2020 und 2021, die Jahre, wo wir viel gedreht haben und so. Die Videos sind jetzt nicht mehr online, weil ich habe auf Psychose ganz viele Videos gelöscht. Ist ja egal, Bruder. Es geht ums Erlebnis. Was es geht ums Erlebnis. Und ihr wisst ja alle, 2021 haben wir rasiert mit Videos. Und ich sag dir ehrlich, das war... Echt, haben die da so viel gedreht? Das weiß ich gar nicht mehr. Schönste Zeit meines Lebens, Bro. Walla. Ja. Ey. Digga, ich fand die Zeit besser als meine Halbzeit. Walla. Ja. Ey, geil. Weil du da auch viel vom Herzen gelacht hast. Und Das hast du schon umgestylt, Mann. Das hast du mir gemacht. Du hast noch deine Dreadlocks und Facetats und so. Wo ich damals so gefragt habe, ey, bist du nicht... Und so, ne? Ja, genau. Und du so fängst an, die so anzugucken, weißt du noch? Und ich sag so, ja, mach mal, ne? Zeig mal, was du dabei wirst. Und du sagst so, ey, Bro, mach das weg. Und ich sag so, ey, Junge, du, darf ich einen raushauen? Oder einmal meinst du mir, ey, Bro, ich glaube, ich setz einen drauf, Mann. Ey, das hype gerade übelst, das Thema. Ich glaube, ich adoptiere ein Kind, Alter. Und dann werde ich eingeladen zu irgendwelchen Events. Und sag so, ja, ich bin Vater, ich hab ein Kind adoptiert. Ich spiele so Dankeschön für die 1000 Bits. Und diese ganzen YouTuber, die reagieren. Nein, das ist Geld. Ach, echt? Glückwunsch. Im Kopf. Ach, du Scheiße, Bruder. Dieser Junge muss gebremst werden. Und ich rufe den an und sag, ey, Miguel, hör auf. Wo ich das wusste, aber dann hab ich erstmal geglaubt. Ja, ich hab ihn auch so mitverarscht. Und danach, wo ich dann wusste, ich sag, Miguel, löst auf. Er macht vieles so. Leute, es tut mir einfach leid, mach die Kamera aus und schruft den an. Bro, ich war auf einer Party, ich melde mich später. Ich denke mir, ey, der ist so drauf, so geil, das ist YouTube, einfach so und dann drauf, weißt du? Und dann im Nachhinein dachte ich mir so, ey, geil. Und danach irgendwann wurdest du so ein bisschen wirklich so Opfer, weil du auf die Kommentare geguckt hast. Ja. Aber zu der Zeit, wo du drauf geguckt hast, dachte ich mir, ey, geil, Motherfucker, so ein YouTuber hätte ich auch sein Hochladen. Euch, Alter, hate and dislike, der Junge juckt mich, ich geh jetzt raus, nach Thailand, Japan, egal. So, weißt du? Nee, es war schon echt eine geile Zeit. Also wir hatten beide wirklich Spaß, mich echt viel kaputt gelacht mit Miguel, wirklich. Ja. Danke dir auch nochmal für die Zeit. Danke dir. Wirklich. Sag denen, die soll die Hose wieder zumachen müssen, wenn die fertig sind mit Lutschen. Boah, ich weiß nicht, ich finde das cool. Ich meine, man kann doch auch mal positive Vibes da auf jeden Fall raushauen. Also ich meine, ich denke schon, dass Miguel Pablo das auch wirklich so sieht, wie er das sagt. Ich glaube nicht, dass es irgendwie gestellt ist. Und dann ist es doch schön, dass er mit ABK jemanden gefunden hat, der ihm in der
schwierigen Zeit da so krass geholfen hat und Dane vielleicht auch so viele Sachen mitgegeben hat und dass sie da so eine geile Zeit hatten. Also ich finde das jetzt nicht schlimm. Also ich finde es halt immer weird, dass sobald Leute irgendwie auch positiv übereinander reden in irgendwelchen Videos oder Streams, heißt es halt direkt lutschen. So, ich verstehe das halt nicht. So, ist doch cool, wenn die da so ein Vibe haben. Und also ich finde auch das Gespräch, das ist jetzt ja auch nicht so, dass jetzt eine Frage gestellt wurde, dann ist Cut, weil man erstmal eine Pause macht, sondern es ist ja so ein durchgängiges Gespräch und die beiden reden jetzt einfach darüber, dass die halt eine geile Zeit hatten. Wie gesagt, Miguel Pablo hatte da seine Probleme, ABK hat ihnen dann halt krass geholfen und ist doch cool, das zu sagen. Also als ob man jetzt nichts Positives übereinander sagen kann. Voilà. Alle sagen immer so, welches Alter willst du zurück? Mhm. Und ich sag so, wo ich 21 war. Genau, das war genau so diese Zeit. War das nicht auch Corona-Zeit? Ja, war Corona-Zeit. Krass. Ja, und wir waren auch in der Nacht. Wir sind immer mit so Maske doch trainieren gewesen. Stimmt. Und auch wie wir dann nachts waren so voll gefeiert, den Vibe. Ich oben so am Schreibtisch, du liegst so in meinem Bett und beide am Schneiden. Und bis 6 Uhr morgens, weißt du? Und wir schlafen dann aus, gehen dann was frühstücken um 18 Uhr. Das war so ein kranker Vibe. Und ich merke so, ey, der hustelt, ich hustle. Ich habe endlich einen YouTube-Kollegen gefunden, der auch jetzt durchzieht, weißt du? Ja. Das war krank, Bruder. Das war richtig krank. Das war geil. Mega geil. Also war echt eine geile Erfahrung. Safe so. Safe. Hat viel Spaß gemacht. Richtig ja, geil. Hammer. So. Hat mit Sammy aber auch. So eine Zeit hat mit Sammy auch. Und ja, klar, hat man auch verfolgt. Genau, und umso trauriger finde ich dann halt, dass man am Ende des Tages dann so, ne? So in diesem Sinne dann fallen gelassen wird. Ich denke, ey, du hast so geile Momente. Ja, deswegen. Das ist schade. Ja, voilà. Und dann letztes Thema. Also wir sind jetzt eigentlich fast durch. Mhm. Ich wollte nur noch einmal wegen der Manuelsen-Geschichte nachfragen, weil ich hatte das todeslustig, wie du ihn hops genommen hast. Ich hatte so Angst, Bruder. Ich erzähle, okay, frag, was du fragen willst, Bruder. Ja, ich habe das ja so verfolgt. Mhm. Und ich musste übel lachen bei dem Witz, wer vor Toilette da so sitzt, so, weißt du, so. Ey, ich muss sein. Und ich hab das so verfolgt und ich dachte so, fuck, Bro, der macht doch eigentlich keine Radarkets, der hat doch diesen einen umgeklatscht. Wegen Manuelsen, hattest du Angst, dass er zu dir nach Hause kommt und Fax macht? Der war ja auch in der Nähe von meiner Haustüre. Ja. Ne? Ach ja. Oh, ja. Krass. Und ich habe auch sehr viele Nachrichten bekommen von seinen Leuten, mit denen der in einer Gruppe ist. Ich will den Namen jetzt der Gruppierung aber nicht nennen. Da habe ich von einem eine Drohung bekommen, eine WhatsApp-Audio, der meinte, ich tot. Wenn der mich kriegt, der jagt mich, der steckt mir Flaschen in den und sonst was. Okay. Das mit der Flasche hat mir natürlich gefallen. Aber alles andere war echt niemals. Das war wirklich, also wirklich crazy. Polizei war auch bei mir zu Hause, weil ich ja eine Anzeige erstattet hatte erstmal. Und dann kam ein Brief von der Polizei, also die kamen den Brief persönlich vorbeibringen. Weil ich habe gesagt, klar. Ja, der steht bei mir in der Nähe von meinem Haus. Folgendes, das ist der Name von dem, Manuel, wie ist das? Das war schon krass, Bruder. Und dann halt bin ich auch eine Zeit lang nicht rausgegangen, wirklich, weil es richtig krank war. Dann hat jeder mir geschrieben, wirklich, also von den komischen Leuten, von Rappern bis sonst was. Also das hasse ich bei diesen Beefs manchmal, mit diesen komischen Leuten. Die haben da wirklich so eine Gruppe, die hinter denen steht, vor allem. Die meisten Drohungen habe ich bekommen, bevor ich das erste Video hochgeladen habe, ne? Ja. Weißt du? Mhm. Das erste Video war jetzt schon schlimm. Mhm. Und danach ging es halt richtig los. Dann ging es richtig los. Ja, das ist halt leider das Ding, wenn du, also, ich glaube, das Ding ist bei ABK, glaube ich, haben die vielleicht auch noch mehr so das Gefühl, dass sie das halt so machen können, sage ich mal, weil er auch so, der hat sich böse gemeint, aber ich glaube so unter Südländern untereinander, glaube ich, da droht man sich vielleicht eher, weil ich habe zum Beispiel auch Videos über Manuelsen gemacht und ich habe sowas halt auch nie abbekommen, ne? Und er hat natürlich dazu noch den Nachteil, dass er da ja auch ganz in der Nähe wohnt, ne? Also Manuelsen müsste zu mir locker 4 Stunden fahren oder so und ich glaube, Manuelsen wohnt vielleicht 1 Stunde oder sowas entfernt von ihm und ja, da kann man natürlich eher mal sowas halt machen, ne? Aber ja, es tut mir auch leid für ABK, weil ich finde jetzt auch das, was er über Manuelsen gemacht hat, war halt überhaupt nicht schlimm, ne? Also der erste Joke, ich glaube mit der Toilette da war halt nicht tragisch und auch das Video, was er danach gemacht hat, war jetzt auch nicht übertrieben. War halt eine Antwort auf das, was Manuelsen im Stream gesagt hat. Also fand ich schon hart unnötig von Manuelsen, ne? Ich habe das auch schon erlebt, ich habe damals mal ein Video bei Enno hochgeladen. Weil wurde jetzt nicht krass bedroht oder so, aber da haben ja auch so Leute geschrieben, so, ja, hier, du spielst mit unserem Brot, bla bla bla, hier vor 3 Jahren, der peinlichste Rapper Deutschlands, ja, ist halt, also es ist halt unnötig einfach, da dann immer solche Filme zu schieben und da irgendwie zu bedrohen und mit sonst was zu kommen, ja, weil man muss sich immer überlegen, das sind halt irgendwelche Videos im Internet, wo man vielleicht ein paar Memes droppt oder Sachen zusammenpackt und dafür sollte dann aufs Maul gehauen werden, ist halt, also ich blick das nicht wirklich. Irgendwann habe ich noch 1-2 Videos über den gedreht, die habe ich gar nicht hochgeladen, oder mir gedroht hat, meinte er,
Strutt, dann bis er im Krankenhaus liegt und seine Mutter den nicht erkennt. So Sachen. Ja. Ja, und dann irgendwann geht das halt schon weiter noch ins Private. So ein paar Sachen, die sage ich dir nachher off-cam. Ja, aber war schon verstörend, Bro. Okay. Also, das Ding ist, ich denke nicht, dass die was Schlimmes gemacht hätten, aber allein schon dieses traumatisierende Erlebnis, sage ich mal, wenn du irgendwo nachts entlangläufst und plötzlich dir zwei Leute auflauern und dich erschrecken und auch nur Angst machen wollen, ist schon für mich Grund genug, dann wieder mal 3-4 Wochen nichts zu machen im Internet und gar keinen Bock mehr auf die Scheiße zu haben, weißt du? Ja. So, das muss gar nicht sein und das wollte ich schon halt verändern. Bin ich nach Japan gegangen, hab von da aus die Videos hochgeladen. Bin dann in Ruhe einfach rausgegangen. Extra Japan geflogen. Ja. Das ist halt schon hart, ne? Also klar, manche Videos von ABK sind vielleicht auch ein bisschen härter so, aber ich fand jetzt die Manuelsen-Videos auf jeden Fall nicht schlimm und ich kann ihn da halt verstehen, ne? Also gerade wenn du auch in der Nähe von diesen Personen wohnst, dann ist es halt komplett verständlich, dass du da natürlich Angst hast, dass dir halt irgendwas passiert, ne? Das ist komplett verständlich. Ich glaube, ich würde da halt auch aufpassen, ne? Da habe ich halt auch ein bisschen Glück natürlich noch zusätzlich. Ich meine, ich wohne in Braunschweig, hier geht halt nichts, hier ist nichts los. Ne? Ich lade erst aus Japan hoch. Geil. Weißt du? Geil. Bester Mann. Okay, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Podcast mit ABK. Ja, also wie gesagt, ich finde sehr coole Folge auf jeden Fall. Ja, am Anfang war es ein bisschen langweiliger, aber ich fand, okay, war jetzt halt kein Thema, was mich krass interessiert hat mit der Schulzeit und so. Aber ja, sehr cooles Video. Bin gespannt, wie das für Miguel Pablo dann weitergeht. Also der soll das auf jeden Fall weitermachen. Ne, Kanal, ja, ist okay. Ne, das Video lief natürlich sehr gut. Ja, mit Z-Max kann man anscheinend gar keine Klicks mehr machen. Das gucken wir uns auch irgendwann an und dann schauen wir mal.